ich grüße euch Leute und sage herzlich willkommen. Ja, mein Freitagsvideo, der 198. Blog mit dem Namen Bauernmilliarde hat ja recht polarisiert, wie man so schön neudeutsch sagt. Der ja, hat ja zu netten Diskussionen geführt, unter anderem auch im Livestream von Peter. Hier ein wenig Licht, das sieht man vielleicht ein wenig mehr. Und die einen Leute, die sehen das Ganze als lächerlich, die anderen Leute, die sagen, ist richtig so. Der nächste sagt dann, wir müssen dann quasi mal den Bundestag mit Gülle fluten oder. Verschiedene Dinge halt. Ja, ich möchte an der Stelle jetzt nochmal was richtigstellen und auf das Ganze nochmal eingehen. Ich habe, es ist richtig, der Peter hat es ganz gut im Stream auch rübergebracht, ich habe da ein paar Dinge vielleicht falsch ausgeführt. Wie ihr wisst, ich bin Franke. Und wir Franken haben eine Angewohnheit. Das mag jetzt als Vorurteil klingen, aber es ist oft einmal wirklich so. Wir haben 5 Gedankengänge im Kopf schon abgeschlossen. Und wir hauen dann quasi den 6. Gedankengang als Satz raus. Das heißt, dein Nachbar fragt dich, wie gefällt dir denn das Wetter die letzten durch? Und du sagst, weil du dem Hirn schon denkst, naja, das Wetter heute regnet, morgen ist wieder Sonne, dann kommt vielleicht Schnee, dann ist wieder so. Dann fragst du im nächsten Moment, oder sagst du im nächsten Moment, naja, mir geht's ganz gut. Überspitzt gesagt, ist ein wenig blöd. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich raus will. Die Gedankengänge sind quasi da schon weitergegangen und ich habe mich vielleicht auch in dem Video ein bisschen Eichenrage geredet. Die Wortwahl möchte ich jetzt an dieser Stelle auch einmal sagen. Da möchte ich mich dafür entschuldigen. Ich habe da ein paar Worte genannt. Zum Beispiel ein Politiker, der mich in die Fresse haue, ist wirklich warming bös gemahnt. Und das mit den härteren Geschütze aufhauen, hätte ich vielleicht da ausführen sollen, was ich mir denke. Und deswegen mache ich jetzt dieses Video, um euch einfach zu erklären, um was es geht. Und im Anschluss an das, was ich mir eigentlich so im Hirnkastel drum gedacht habe, wie ich mir das vorstelle, habe ich noch vor, euch einmal aufzuklären, was wir für einen Betrieb eigentlich haben, weil da sind ja auch dann einige Sätze gefallen. Ja, ich kann mich überhaupt nicht Landwirt nennen, ich bin auch kein Nebenerwerbslandwirt, wir sind ja eh bloß Hobbybauern. Auch dazu wird jetzt gleich noch was kommen, aber machen wir mal der Reihe nach. Also zuerst einmal, für die nicht ganz korrekten Worte im letzten Video möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen. Die waren, ja, vielleicht nicht wirklich korrekt, das will ich gar nicht leugnen. Das war einfach, ja, die Emotionen sind damit übergekocht und ich habe einfach rausgehauen, was ich in dem Moment gedacht habe. Im Grunde genommen mag es nicht falsch sein, aber es war falsch ausgedrückt. So, was habe ich mir gedacht? Also, die Bauernmilliarde. Was ich da damit sagen wollte, ich habe da sowieso 2 Dinge durcheinander gebracht oder mit durcheinander gebracht, weil am Mittwoch kam im Radio afrikanische Schweinepest, wenn sie rüberkommt und es ist ein Ausbruch hier irgendwo auf einem Betrieb, dann wird 50 Kilometer groß eine Sperrzone zum Ernten eingerichtet. Das war das eine, das hat mich in Rage gebracht und das andere, das war dann eben diese Bauernmilliarde auch noch, die Markus Söder, Schulze, Glöckner und so weiter und so fort ein paar Politiker beschlossen haben, mit dem Gedanken, ja, das ist ja alles für uns Bauern gedacht und wir sollen uns nicht aufführen. Fangen wir mal an, afrikanische Schweinepest. Damit hier jetzt gleich einmal ein wenig Ordnung herrscht und damit das alles ein wenig seinen Gang geht und ihr auch blickt, um was es geht. Was mich an der afrikanischen Schweinepest so aufregt, und zwar, wir hatten im Radio gehört, wenn die hier rüberkommt und es bricht auf einem Betrieb aus, sei es ein Kleinbetrieb, Großbetrieb, sonst was, ist ja wurscht, dann soll ja eine 50 Kilometer Sperrzone für den Abbau von Feldfrüchten bzw. Allgemein Futter gedacht sein, angedacht sein. Im Grunde genommen, die Idee dahinter, die ist ja richtig. Ich kann durch das Futter, wo vielleicht vorher ein Wildschwein durchgelaufen ist und reingekotet hat oder sonst was, sehr wohl natürlich was verteilen. Aber wenn das so kommt, und das hat mich eigentlich so aufgebracht, wenn das so kommt, ist ja alles schön und gut. Wer garantiert mir, dass ich dann tatsächlich ein Geld sehe, wenn ich jetzt, sagen wir mal hier,
50 Kilometer. Nehmen wir mal an, hier bei uns in Kulmbach tritt der Fall ein. Oder in Bayreuth oder in Lichtenfels, das sind 50 Kilometer Umkreis, so wären wir mit betroffen. Tritt hier ein Fall ein, sind wir betroffen. Ich darf weder mein Gras auf der Wiese abmähen, Heu machen oder Grünfutter mähen, noch darf ich hergehen und darf das Getreide, was ich anbaue, wo ich Arbeit rein investiert habe, das darf ich dann auch nicht ernten und kann es quasi dann mit dem Mulcher reinmulchen und nicht anders verwenden. Und das hat mich unheimlich aufgebracht, weil ihr wisst, ich lebe auch da davon, was wir hier anbauen. Ich habe da unten das Gras, die Wiese, die andere Wiese da unten, hier die Wiese hier drin. Wenn dann eine Sperrfrist kommt, beziehungsweise eine Sperrzone kommt und ich darf hier nichts ernten, wo kriege ich mal Futter her? Der Grundgedanke, den die Politik sich da gedacht hat, naja, wenn das eingeführt wird für die betroffenen Betriebe, soll es dann ja Hilfe geben. Die sollen ja dann in Form von Geld entschädigt werden, dass die dann Futter anderweitig kaufen können. So, und was mich da jetzt so aufgeregt hat, und das sage ich an dieser Stelle, weil es tatsächlich so passiert ist. 2018, könnt ihr euch erinnern, war ein Trockenjahr. 2018, mein erster Schnitt war gut. Ich habe Futter reingebracht. Der zweite Schnitt ist nicht dran gewachsen. Auf dem Feld stand damals Stilllegung. Und das Landwirtschaftsamt hat dann Freigabe gegeben. Stilllegungsflächen dürfen abgemäht werden. Ihr wisst, damals ist mir das alles abgebrannt durch einen Stein, der ins Mähwerk gekommen ist, Funken geschlagen hat, das trockene Gras, Heu entzündet hat. Alles abgebrannt. Wisst ihr noch, wer es interessiert? Einfach einmal zurückgucken, ist ein Video drin. So, wir haben damals dann in diesem Zuge, weil ich habe zwar Futter in der Scheune drinnen gehabt, ich habe gewusst, ich habe genug Heu da. Ich war mir aber nicht sicher, ob ich wirklich damit über die Runden komme, beziehungsweise ich habe mir gedacht, na, man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Natürlich selber auf eigene Initiative geschaut, dass ich irgendwo noch ein Futter herkriege. Ich wollte einfach meine Reserven so weit auffüllen, dass ich sicher sein kann, ich komme definitiv wieder bis in den Sommer des Jahres drauf. Hab dann über einen Bekannten damals Heu zugekauft. Das waren damals, ich glaube, 35 oder 40 Euro der Rundballen mit 1,80 Meter. Das hat schön gepasst. War eine Stilllegungsfläche, wo sie da gemäht haben. Ich habe das gekauft von meinem eigenen Geld, von meiner eigenen Tasche. Und ja, dann ist ja gekommen, dass es Hilfe gibt für die Landwirtschaft in Form von Zahlungen für die Betriebe. Durch das, dass ja quasi Futtermangel geherrscht hat, viele Futter zukaufen mussten. Es ist nicht so, dass man kein Futter nicht herkriegt. Du kriegst das Futter her. Aber halt dann wirklich über Wege, entweder dann weit in Norddeutschland oder unten in Süddeutschland oder halt dann aus dem Ausland, je nachdem. Wir haben damals ja Futter gekauft gehabt, auf eigene Kosten. Und dann ist der Pfarrer ins Amt neu, hat Antrag gestellt, so wie es halt vorgesehen war, auf Beihilfe da dazu im Endeffekt. Und dieser Antrag ist damals abgelehnt worden. Da hat es geheißen, nein, wir kriegen kein Geld. Der Antrag wird so nicht angenommen. Erstens einmal handelt es sich bei dem, was wir da haben, um einen Betrag mit nur 500 Euro. Da hat es geheißen, das ist den Aufwand nicht wert. Die ganze Bürokratie, die wo die da gehabt hätten, das ist es nicht wert. Das machen sie nicht. Wegen die 500 Euro, das können wir aus eigener Tasche bezahlen. Das hat damals mich unheimlich geärgert und das war der Grund, warum es am Freitag dann die Emotionen wieder so hochgekocht hat. Wir haben Antrag gestellt, wir haben auf Beihilfe gepocht, in dem Sinne, ich meine, ich habe es aus eigener Tasche bezahlt, habe gedacht, naja gut, wir haben das Futter da, aber das Geld, das wäre natürlich schön, wenn du das siehst. Und haben auf Beihilfe gepocht, haben aber nichts gesehen, es hat geheißen, euren kleinen Betrag da, der könnt ihr selber. Und wir sind nicht der einzige Betrieb, der so abgespeist worden ist. Ich habe, wie gesagt, ein paar Bekannte, die haben auch Beihilfe eingereicht. Und auch die haben keinen Cent gesehen. Das habe ich unter dem letzten Video drunter geschrieben. Betriebe mit 25 Hektar, mit 40 Hektar, die haben mit der Begründung, der Bürokratieaufwand ist es nicht wert, haben die keine Beihilfe gekriegt. Da hättest du wirklich klagen müssen, dass du da der... Hat aber auch ernsthaft keine gemacht. Ne? So, Jana, du bist bei. Frech. Die hackt die Grusen. Ja. Du hast damals wirklich keinen Cent gesehen.
Es hat ein paar größere Betriebe gegeben. Ich weiß es, hier im Landkreis gibt es ein paar Betriebe, die wirklich, also für unsere Verhältnisse hier, ich rede von Oberfranken, ich rede nicht von Deutschland. In Deutschland sind es kleine Betriebe, hier in Oberfranken sind es durchaus große Betriebe. Es sind Betriebe mit 150, 200 Hektar, die haben tatsächlich ein Geld gesehen. Kleine Betriebe, wie meiner Bekannten, 25 Hektar, 40 Hektar, die haben keinen Cent gesehen. Trotzdem Beihilfeantrag. Da hat es geheißen, der bürokratische Aufwand ist zu hoch und das, was quasi ausgegeben wird für Futter, ist zu gering und machen sie nicht. Da mögen jetzt Leute drüber streiten, da mag es jetzt Leute geben, die sagen, das kann gar nicht sein, bei uns ist das anders gemacht worden, so war es bei uns. Ich sag's euch, ich kann euch das schwören, hoch und heilig, es ist so gewesen. Wenn es nicht so gewesen wäre, dann suche ich es nicht. Das ist die Tatsache. Und das hat mich damals unheimlich geärgert und das war der Grund, warum ich gesagt habe, dann kriege ich ja Geld und kann nichts davor kaufen. Klar, vom Geld kann ich schon was kaufen, aber wie gesagt, wir haben ja gar kein Geld gesehen. Das war das und das hat mich so aufgebracht. Und das waren wirklich ja fünf Gedankengänge. Wenn ich dann ein Geld kriege, dann kenne ich ja quasi was kaufen, aber Futter kann ich nicht kaufen, weil es ja kein Futter nicht gibt. Wie gesagt, ich habe schon wieder fünf um die Ecken gedacht. Deswegen suche ich das jetzt ein bisschen ausführlicher, dass dann auch jeder durchblickt. Und das war jetzt da mit der afrikanischen Schweinepest wieder, um wieder auf das Thema zurückzukommen. Ist auch da meine Befürchtung. Ich habe einen Betrieb, ich habe zwei Schweine. Aktuell ja nur eins, das wisst ihr ja. Es sollen dann wieder zwei sein, vielleicht ein paar Ferkeler dazu. Sagen wir mal, es sind vielleicht 10 Schweine dann, wo ich da habe. Und ich habe diese Befürchtung, wenn was kommt und wir wären betroffen. Und wir wären betroffen mit dieser Sperrzone, dass wir wieder die Idioten sind, die quasi keinen Cent sehen, weil es heißt, na, ihr könnt euch das eh selber leisten aus eigenen Taschen. Weil das ist nämlich ein großes Problem. Gerade Nebenerwerbsbetriebe werden da dann, ja, ich sag mal, bei uns in der Ecke da schon fast ein bisschen lapidar behandelt, so nach dem Motto, naja, ihr verdient da Geld eh woanders, dann könnt ihr ja das Geld auch nehmen und könnt es reinstecken. Ist ja alles schön gut, aber das ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, dann möchte ich gefälligst dafür diese Beihilfe, die extra dafür gedacht ist, auch was haben und nicht frei nach dem Motto, nur investier doch aus dem, was du normal auf der Arbeit verdienst. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unverschämt und vermessen. Ist so. Das hat mich so aufgebracht. Das ist das. Und da habe ich ehrlich gesagt dann auch ein bisschen Sorgen, dass es so wieder kommen wird. In dem Fall dann eine Sperrzone und wir sehen nichts. Wenn wir ein Geld sehen, dann nehme ich das natürlich gerne zurück. Dann will ich mich gar nicht beschweren. Dann will ich gar nicht gesagt haben, was ist das überhaupt für ein Scheiß und blöd und dumm und sonst was. Ich meine, wenn wir angemessen Geld kriegen, dass ich Heu kaufen kann, dass ich Futtergetreide kaufen kann, dass ich anderweitig an Futter rankomme, überhaupt kein Thema. Ich kann das Futter, das hat der Peter so schön gesagt, du kannst es Futter ja aus Spanien oder Frankreich oder meinetwegen aus Norddeutschland, aus Mecklenburg-Vorpommern oder sonst wo kannst du das herkommen. Wenn ich einen angemessenen Betrag dafür kriege, dass ich es kaufen kann und wenn ich dann auch was kriege, kein Problem. Aber ich denke halt auch, wenn die afrikanische Schweinepest kommen sollte, es wird nicht bei einem Fall bleiben, es wird nicht nur einen Bezirk betreffen, sondern viele und wer weiß, wie es kommt. Dann ist vielleicht, sagen wir mal, 3/4 Deutschland betroffen, weißt du es. Kann keiner vorhersagen. Es kann sein, dass sie gar nicht drüber kommen, das wäre natürlich das Optimale. Kann sein, die kommt drüber. Und dann stehen wir aber alle auf dem Schlauch. Und dann kriechen wir tatsächlich auf dem Zahnfleisch daher. Weil, wenn dann alle auf einmal Futter zukaufen müssen, weil sie ihre eigene Fläche nicht mehr abernten dürfen, dann haben wir ein Problem. Das wissen alle, das weiß ja jeder. Das weiß auch jeder Zuschauer von mir, dass es dann mit Sicherheit ein Problem hat. Und deswegen war ich so aufgebracht und habe gesagt, bist du, dann leckt ihr mich am Arsch. Weil dann mähe ich meine Flächen trotzdem ab. Ich will ja mal Heu für meine Viecher. Schauen wir mal, ob es dann so kommt. Wie gesagt, wir hoffen jetzt einfach das Beste, dass es nicht drüber kommt und dass es so klappt. So, das war jetzt einmal zu der afrikanischen Schweinepest. Das Ganze aufgedröselt in klaren Sätzen, dass vielleicht auch jeder versteht, was ich da gedacht habe. Zweiter Punkt. Die Bauernmilliarde. Ich war nicht auf die Demos dabei, ist richtig. Werde ich auch später nochmal ausführen, warum. Warum ich da nicht dabei war, beziehungsweise warum ich nicht konnte. Hat damit nichts zu tun. Die Bauernmilliarde ist beschlossen worden von einigen Politikern. Die haben sich da angeblich so einen Kopf drüber gemacht und haben das in einer Nacht- und Nebelaktion quasi ausgehandelt und hatten da eine super Idee und die machen das so und so.
Und da hat es ja dann Leute gegeben, wie einen Herrn Albert Stegemann, der sich dann empört hat, wie die Landwirte reagiert haben, wenn sie gesagt haben, die wollen das Geld nicht haben. Das ist eine Zumutung und das ist Sauerei und wir sind nicht käuflich. Und da hat sich der ja aufgeregt. An dieser Stelle sei gesagt, alle Landwirte, die zum Demonstrieren auf der Straße wohnen, die wollen garantiert nicht auf der Straße, um zusätzlicher Geld zu kriegen. Ich meine, ich will es nicht ausnehmen, es mag vielleicht ein paar Leute geben, die sagen, wenn sie mehr Geld kriegen, ist vielleicht besser. Ist meiner Meinung nach der falsche Gedankengang, aber ich sage mal, wahrscheinlich 90%, 95% von den Landwirten, die auf der Straße waren, haben garantiert nicht so gedacht, dass sie Geld haben wollen, sondern haben für Bürokratieaufwand, Abbau oder Bürokratieabbau gekämpft auf der Straße, haben dafür gekämpft, dass eben diese Düngeverordnung mit den Messstellen, wie sie jetzt aktuell sind, das weiß auch mittlerweile relativ, oder wissen mittlerweile auch relativ viele Leute, das Messstellennetz in Deutschland ist sehr, sehr, ja, ich sag mal sporadisch aufgestellt, sind teilweise fehlerhafte Messstellen, die mit Sicherheit an falschen Punkten sind. Es gibt kein einheitliches System da. Es ist ja auch die EU-Staaten überlassen worden, wie sie das machen. Wir haben relativ wenig Messstellen, andere haben noch weniger, andere die haben ewig viel Messstellen. Die einen messen alle in einer gewissen Tiefe. Und wir messen mal auf 60 cm und mal in 120 Meter, da blickt eigentlich keiner so recht durch. Und das ist eigentlich der Hauptgrund mit, warum die Leute auf die Straße gegangen sind, weil anhand von diesen Meldungen, diese Messstellen, die ja oft einmal fehlerhaft sind, also zum Beispiel in einem Wohngebiet, wenn eine Messstelle sitzt, die dann das Oberflächenwasser misst, da kann es durchaus sein, dass es irgendwas einspült. Und so ein Messwert wird dann zum Beispiel an die Europäische Kommission da in Brüssel gemeldet, ist klar, wenn der Messwert dann deutlich über dem steht, dann passt der nicht und danach kommt dann die Kommission und sagt, naja, rechte Strafzahlungen, ihr habt ja nichts verbessert, ihr habt ja nichts gemacht. Das ist ja der eigentliche Grund. Da haben wir einige Messstellen oder wir melden ja in Deutschland immer die schlechtesten Messstellen quasi. Und ich meine, wenn man immer die schlechtesten melden tut, dann ist es ja immer so, als hätten wir sowieso nur schlechte Werte. Und ich meine, dass dann die Europäische Kommission irgendwann sagt, ja passt auf, also bei euch, das läuft ja total verkehrt. Ihr macht da eine Düngeverordnung, die der strenger macht, aber es funktioniert ja immer noch nicht. Es ist ja immer noch alles falsch, ihr habt immer noch zu viel Nitrat im Grundwasser. Eure Werte passen ja hinten und vorne nicht. Ja, ist klar, dass die uns dann verklagen und dann kommt Deutschland und bestimmt da quasi. 2017 haben wir eine neue Düngeverordnung gekriegt, 2 Jahre später, ist ja eigentlich auch nicht zulässig, alle 4 Jahre ist so eine Änderung eigentlich nur möglich. 2 Jahre später kommen die dann und sagen, du bist vergastig. Und sagen dann ernsthaft, nee, wir machen jetzt nochmal Verschärfung, weil wir kommen da nicht hin. Ist der falsche Weg, deswegen sind die Landwirte auf die Straße gegangen, unter anderem, die sind auf die Straße gegangen, damit die Lebensmittel unter anderem auch wieder wertgeschätzt waren, damit die Verbraucher da dafür mehr ausgeben. Die sind auf die Straße gegangen, um das Ansehen der Landbevölkerung allgemein wieder ein bisschen zu verbessern. Wir sind momentan in der Republik ja doch relativ der Buhmann. Ich habe auch schon Anfeindungen gekriegt. Schon früher schon, durch die Medien kommt viel falsch rüber, in den Medien wird dann immer, es ist leider auch so, es steht dann drin, Nitratwerte zu hoch und da liest keiner, also liest jeder immer nur die Überschrift, die erste Zeile vielleicht noch, aber die weiteren Zeilen, die dritte, vierte Zeile, liest wirklich ja keiner mehr, sieht man viel an die sozialen Netzwerke. Es kommt der Bericht. Wird zum Beispiel vor einem Zeitungsbericht wird was gepostet, die Überschrift wird gelesen und darüber wird sich das Maul zerrissen, statt dass der Bericht vielleicht da mal im Ganzen gelesen wird. Das wird ja oft einmal nicht mehr gemacht. Und ich meine, dass so dann natürlich ein wirklich falsches Bild in der Bevölkerung entsteht, mag durchaus sein. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum die Landwirte hergegangen sind und sind auf die Straße zum Demonstrieren. Gab viele andere Punkte auch. Hier bei uns zum Beispiel Volksbegehren, Artenvielfalt war damit betroffen.
Es ging um einen Gewässerschutz, es ging um diese gewissen Grenzen, die zum Gewässer hin sind, dass wir das nicht selber bestimmen können, sondern dass wir halt eine klare Kante brauchen. Wo ist Gewässeranfang und wo nicht? Weil das wird ja alles ein bisschen lapidar ausgelegt. Mit der Düngeverordnung natürlich auch. Wir sollen immer weniger ausbringen, immer weniger ausbringen. Die Pflanzen waren unterversorgt. Es gibt mich ausgenommen. Ich habe es nicht gelernt, ich habe es nicht studiert. Ich mache das so, wie es überliefert worden ist, schon vor den alten Generationen. Aber es gibt Landwirte, die haben diesen Beruf erlernt in einer ganz normalen Ausbildung, haben vielleicht dann noch ihren Agrarfachwirt oder sonst was gemacht. Die wissen, wovon sie reden, die haben Berechnungen und alles gemacht. Sind richtige Fachkräfte in diesem Sinne auf diesem Gebiet. Die wissen, was sie zu tun haben und denen wird verboten, ihr dürft jetzt da nicht mehr machen, das ist die falsche Praxis. Ich meine, wer hat das Recht zum Beispiel zu sagen, du darfst auf deinem Feld jetzt nur noch so und so viel Dünger ausbringen, wenn du derjenige bist, du kennst deine Fläche, du weißt, was du tatsächlich an Düngemittel brauchst, du weißt, was du tatsächlich auf deinem Acker zu machen hast und oder auf die Wiesen, was du zu machen hast. Und dann kommt da einer daher und sagt, nee, das darfst du jetzt nicht mehr. Ja, ich kann ja auch nicht zu irgendeinem Bankdirektor hingehen. Jetzt als blödes Beispiel wieder genannt. Ich weiß, es ist ein scheiß Beispiel. Ich kann ja auch nicht zu einem Bankdirektor hingehen und kann sagen, du pass auf, also so wie du arbeitest, das funktioniert aber nicht. Ist wie gesagt, ich habe jetzt ehrlich gesagt da kein gescheites Beispiel da, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst, worauf ich raus will. Das brauchen wir auch nicht weiter ausführen, ist ja egal. Ja. Wir schreiben ja auch nicht die Politiker vor, wie die ihr Erbe zu machen haben. Aber die wollen uns vorschreiben, wie wir ohne Erbe, die über Jahrhunderte entstanden ist, was über Jahrhunderte verbessert worden ist, wo Leute dafür in die Lehre gegangen sind, was sie studiert haben, was sie gelernt haben, was sie in der Praxis ausüben und die in der Praxis ja merken, ob es gut ist oder nicht. Man kann doch denen nicht einfach vorschreiben, was sie jetzt zu ändern haben. Ich meine, dass die Düngeverordnung einmal gebraucht hat, lasse ich ja gar nicht bestreiten. Es hat früher, wirklich früher, hat es Zeiten gegeben, da ist im Winter auf Schnee, ist Gülle gefahren worden, der Boden war gefroren, ist Gülle gefahren worden. Gibt es im Internet auch Videos dazu, aber diesen Standpunkt haben wir ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Es ist ja nicht mehr so. Ich meine, schwarze Schafe mag es immer geben. Es mag jemanden geben, der fährt auf gefrorenen Boden seine Gülle aus, weil er nichts besser weiß oder weil er einfach denkt, naja, machen wir halt. Aber ich sage mal so, das sind vielleicht 0,1% von den Landwirten, die diesen Fehler vielleicht noch machen. Das sind diese schwarzen Schafe. Die anderen halten sich an diese Regeln. Und ich meine, wir wären ja auch dumm. Was bringt mir das, wenn ich jetzt hergehe und ich hätte Gülle und fahre die auf einen gefrorenen Boden auf? Da kommt sie nicht an die Pflanzen an. Dann ist die oben auf dem Boden und friert mir auch fest. Ich habe aber dann im Endeffekt die Nährstoffe ja nicht an meine Pflanzen. Ist ja eigentlich auch selbstverständlich. So, aber wie gesagt, da kommen die dann her und sagen, naja, das muss alles verbessert werden und muss anders gemacht werden. Und wir sollen es im Endeffekt wieder ausbaden, wir sollen vielleicht schauen, dass wir weniger ausbringen. Irgendwann wird es soweit kommen, wir bringen gar nichts mehr aus. Und ich meine, schau da mal nach, Dänemark zum Beispiel hat es gemacht, die haben immer weniger, bis es dann wirklich nur noch schlechte Erträge gab. Das Getreide, was wächst, ist nur noch im Endeffekt Futtergetreide. Die haben keinen richtigen Anbau mehr. Ist einfach so. Und das kann nicht richtig sein, dass ich einer Fachkraft vorschreiben will, wie ich es besser mache, wenn derjenige, der das vorschreibt, aber null Ahnung von dem Ganzen hat. Das geht nicht. Weil, das wäre jetzt ein gutes Beispiel. Ich kann ja auch nicht hergehen und kann zu einem Chirurgen oder sonst was im Krankenhaus sagen, er muss das jetzt so und so machen, weil ich das angeblich besser weiß und der muss sich da daran halten, der ist am Operieren von einem gebrochenen Bein oder weiß der Teufel was und soll das dann anders machen und hinterher ist dann noch größerer Pfusch. Das wäre jetzt einmal ein gutes Beispiel. Ich weiß, das wollen manche Leute jetzt da so nicht hören, aber es ist doch tatsächlich so. Wenn ich jetzt hergehe und sage am Chirurgen, du darfst jetzt so und so nicht operieren und wir machen da keine Schraubenleis, sondern du verpasst dem jetzt bloß einen Gips, wenn es ein komplizierter Bruch ist, wir dürfen da nicht stabilisieren. Ja, ob das Bad dann auch wieder richtig zusammenheilt, lasse ich ja mal fraglich dahingestellt. Deswegen wird sich wohl keiner dann über an Chirurgen stellen, der das Ganze gelernt hat, der weiß, was er zu tun hat. Was hast du denn?
schimpft der Glaner, weil ich dahinter stehe. Und so muss es bei den Landwirten auch sein. Ich meine, wir haben einen Beruf erlernt, oder die meisten haben den Beruf erlernt, haben das alles in guter fachlicher Praxis. Ja. Haben das in guter fachlicher Praxis. Was schimpfst du denn? Mensch. So, haben das in guter fachlicher Praxis, und dann kommt da jemand und schreibt ihnen vor, ihr dürft das jetzt so nicht mehr machen. Ihr hättet vielleicht da nicht mehr Ahnung, aber das stimmt ja alles gar nicht. Wir wissen das besser. Und das sagen Leute, die halt wirklich null Plan davon haben. Und das ist so der Hauptgrund, was die Landwirte eigentlich auf die Straße mitgebracht hat. Die Lebensmittelpreise. Edeka zum Beispiel mit der Werbung. Ich meine, es ist mittlerweile ja auch einiges berichtigt worden oder umgestellt worden und. Aber wenn Lebensmittel einfach beworben werden mit dem günstigsten Preis. Ich meine, das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen, dass die Lebensmittel wieder wertgeschätzt werden und dass die Leute wieder für die Lebensmittel auch Geld ausgeben und nicht, dass Lebensmittel das billige Ramschprodukt auf diesem Markt ist. Möglichst günstig. Jeder kauft sich das teuerste Handy oder das modernste Auto oder den besten Fernsehen. Aber das Lebensmittel darf quasi gar nichts kosten, weil, ja, das ist ja sonst zu teuer. Früher war das anders. Früher hat es halt so ausgeschaut, die Leute sind auf die Arbeit gegangen, haben hochwertige Lebensmittel gekauft und haben dann, wenn sie einmal Geld übergehabt haben, tatsächlich auch einmal Luxusgüter gekauft, wie meine Eltern zum Beispiel, die sind aufgewachsen, die haben lange kein Fernsehen gehabt. Ist dann irgendwann der erste Schwarz-Weiß-Fernsehen gekommen. Das waren dann Luxusgüter damals. Jetzt ist quasi das Luxusgut immer noch der Fernsehen und das Lebensmittel darf aber gar nichts mehr kosten, das ist quasi nichts mehr wert. Weil man muss schließlich die teuersten Luxusgüter kaufen, aber das billigste an Lebensmittel. Es ist ja, wenn jemand dann einen Grill kaufen tut, ich habe im Baumarkt gearbeitet, das wisst ihr. Und da sind die Leute gekommen und haben sich dann den teuersten Webergrill für knapp 1000 Euro gekauft. Sind dann heimgegangen und wenn du es dann gehört hast, dann, naja, Fleisch, dann müssen wir heute dann noch im XYZ-Supermarkt vorbei und müssen dort noch das Fleisch holen und das machen. Wo ich mir dann denke, naja, ich kaufe mir den teuersten Grill, aber schmeiß dann das billigste Geraffel drauf auf den Grill. Geht nicht. Und hier an dieser Stelle sei nochmal gesagt, nein, ich bin nicht unfehlbar. Auch ich kaufe mal, wenn was im Angebot ist, weil ich das Geld nicht aus dem Ärmel schütteln kann. Es kommt bei mir nicht durch den Schlotreich geflogen. Auch ich muss einmal schauen, wenn es irgendwas günstig gibt, dass man auch was günstiges kauft. Gerade beim Fleisch jetzt mittlerweile ist es so, ich kaufe dann regional den Metzgerrahm in Döllnitz drüben, dann holt mir da mal was. Oder den, wie sagen wir, Kurvenmetzger in Kulmbach, da holt's da mal was. Man schaut schon, dass man hochwertiges holt. Wir haben einen Fleischmarkt in Kulmbach, die dann direkt vom regional produzierenden Schlachthof das Fleisch beziehen. Dann holst du dort ein Fleisch. Das ist teurer. Wir können es uns nicht jedes Mal leisten und natürlich sagt man auch, man will nicht einfach drauf verzichten. Und dann kommt es auch mal vor, dass es was Günstiges ist. Das will ich gar nicht abstreiten. Das trifft auch mich. Der Gedankengang ist da. Wir müssen schauen, dass wir was Hochwertigeres haben. Deswegen habe ich da vorne ein Schwein stehen. Sollen ja wieder zwei sein. Deswegen war da geplant, den Schmutti dann irgendwann einmal in die Waschnei zu bringen. Genau aus diesem Grund, weil mir gedacht hat, naja, schau, da weißt du, wie es aufgewachsen ist. Das kostet mich auch Geld in dem Sinne. Aber ich weiß, wo es herkommt, ich weiß, wie es aufgewachsen ist und ich weiß tatsächlich, was ich da dann esse. Und das war so der Gedankengang, deswegen habe ich ein Schwein. Und wie gesagt, das müssen wir bei den Verbrauchern halt auch irgendwie reinbringen. Und was ich gemeint habe in diesem Video, mit mir müssen jetzt dann einmal eine Rakschütze auffahren oder wir müssen dann einmal eine Rakschütze auffahren. Nein, ich rufe hier nicht zur Gewalt auf, ich rufe hier nicht damit auf, nehmt eure Güllefässer und wir pumpen den Bundestag voll. Oder überfordern Politiker auf der Straße. Nein, gerade nicht. Das wollen wir nicht. Wir machen uns unbeliebt. Auch brennende Reifenstapel auf der Straße bringen uns garantiert nicht weiter. Ein brennender Reifenstapel zerstört die Straße. Die muss danach gemacht werden. Wer zahlt es? Der Steuerzahler, also wir selber. Und der Verbraucher. Wir kommen dafür wieder auf, wenn die Straße kaputt ist. Der Bundestag wird mit Gülle geflutet. Wer kommt dafür auf, wenn es gereinigt werden muss, abgerissen, neu gebaut oder sonst was? Auch wieder der Steuerzahler. Sind doch wir. Wenn wir jetzt hergehen und zerstören da oder mutwillig was oder machen,
Das ist nicht der richtige Weg. Das kann nicht funktionieren und da machen wir uns garantiert bei der Bevölkerung dann nicht beliebt. Das Ansehen von den Landwirten wächst in Deutschland. Wir waren gehört, das ist Fakt. Aber auf diesem Wege, das wäre verkehrt. Weil dann kommt nämlich genau das, na, jetzt fangen sie an, jetzt drehen sie auch gut durch, jetzt machen sie auch noch irgendwelche Schäden. Und wer dafür aufkommt, oder Normalverbraucher, der ja den ganzen Tag auf die Arbeit rennt, der soll dann dafür aufkommen, was die jetzt da Schaden machen, bloß weil die da oben in der Platten sind. Nein, so war das nicht gemeint. Mit anderen Geschütze auffahren, mein Gedankengang. Ich weiß, der erste Gedankengang ist ja ziemlich unmöglich umzusetzen, das wäre aber der richtige Weg oder der richtigste Weg, weil die Bauernmilliarde, wie angesprochen worden ist, im Netz kursiert es ja schon, na, jetzt haben die Bauern wieder erreicht, was sie wollen, kriegen sie aber auch Geld dafür. Jetzt haben sie ein wenig demonstriert, kriegen was über mehr Geld dafür, kriegen sie wieder einen Arsch geschoben, für's nichts da. Das ist verbreitet. Es ist so, gibt es genug Leute, die dieses Klischee so glauben, wir kriegen das Geld ja einfach bloß für's nichts da. Deswegen wäre ein Gedankengang, und ich weiß, da werden jetzt alle aufschreien und werden sagen, unmöglich geht nicht und du kannst dich ja leicht reden. Du mit deinem kleinen Betrieb, du brauchst es ja nicht. Das Optimalste wäre, und das wissen alle, das weiß ja jeder, und da gibt es genug Landwirte, die so denken und sagen, möchten wir nicht mehr, wollen wir nicht mehr. Wir müssten vor die Subventionen weg. Ich weiß, das sagt sich leicht. Ich weiß, das sagt sich jetzt da einfach immer so Pi mal Daumen, oder gehen wir halt von den Subventionen weg, wir kassieren kein Geld mehr und dann sind wir wieder angesehen. Ich weiß, das klingt leicht und ich habe auch keine Patentlösung dafür, wie wir das machen. Weiß ich nicht. Aber wenn wir da davor wegkämen, dann hätten wir das, was in der Bevölkerung im Moment noch viel kursiert, dass wir quasi Geld fürs Nix da, in Anführungsstrichen fürs Nix da, in den Arsch geblasen kriegen, das kriegt man da vielleicht dann los. Dieses Vorurteil wäre dann einmal weg, weil wenn wir nur noch unser eigen erwirtschaftetes Geld hätten, dann kann die Bevölkerung nicht mehr kommen und kann sagen, na, ihr kriegt das Geld ja rein Arsch geschummt, sondern dann sagen sie, es ist ja anders. Ich will an dieser Stelle auch nicht sagen, nein, wir Landwirte sind die Einzigen, wir kriegen das und wir sollen uns nicht so anstellen. Es gibt genug andere Betriebe, die auch Förderung erhalten, in was weiß ich was für eine Form, gibt es überall, gibt es in jeder Branche, das möchte ich auch an dieser Stelle sagen, aber wie gesagt, also, naja, wollt's mal drucken. Was ich jetzt, wie gesagt, damit sagen will, wir müssten, also es wäre es optimalste, wir kämen von dem weg, wir hätten dann ein Druckmittel vom Staat quasi, was wir vom Staat kassieren, aus der Hand. Und ich meine, es ist nach wie vor halt so, wer die Musik bezahlt, der entscheidet da, was gespielt wird. Das ist nun mal ein Sprichwort, das trifft halt leider auch zu. Die Politik, die gibt dann unser Geld oder der Staat gibt unser Geld. Und wenn es Ausgleichszahlungen oder Förderungen oder sonst was sind, wie ihr es nennen wollt, oder wie es überall immer geschrien wird, diese sogenannten Subventionen, wenn das immer jeder sagt, wir kriegen das Geld vom Staat, damit die Lebensmittel quasi ja, an einigermaßen annehmbaren und wettbewerbsfähigen Preis erhalten, weil ich meine, es ist tatsächlich so, du, wenn du was verkaufst, du kriegst da nicht viel davon, außer du bist Direktvermarkter. Ja, die zahlen uns was und dann wollen die uns natürlich alles vorschreiben. Ist klar, weil du hast da Geld gekriegt und machst jetzt gefälligst da das dafür. Sonst kriegst du nämlich dein Geld nicht. Sind ja Düngeverordnung, wird eingeführt und wenn jetzt dann einer irgendeinen Scheiß baut, Kürzung von deinen Ausgleichszahlungen, von deiner Förderung, von deinen, also du bist ja dann, wenn du was kriegst, Cross-Compliance-Verträge, da bist du ja drin und dann wird halt da quasi, kriegst halt weniger. Kriegst eventuell noch eine Strafzahlung. Ich weiß, ich rede mich jetzt wieder leicht. Aber wenn wir das weg hätten, ne, dann hätten die nichts mehr in der Hand. Ich meine, eine Strafzahlung kannst du immer noch kriegen. Wenn du dann irgendeinen Mist baust, kannst du natürlich auch irgendwo eine Strafe kriegen. Aber wenn du dieses Mittel, diese Ausgleichszahlung nicht mehr kriegst, dann könntest du es ja dann nicht kürzen. Ich weiß, dass das, wie gesagt, leicht gesagt ist, dass ich mich da leicht rausreden möchte, mögen jetzt mancher denken, und dass ich mich da großkotzig aufführe, mögen auch mancher denken,
Ich habe, wie gesagt, auch keine Patentlösung dafür. Wir kriegen auch diese, ja, in Anführungsstrichen Subventionen, diese Ausgleichszahlungen. Wir sind Kleinerzeuger, wir haben benachteiligte Flächen. Alle unsere Flächen gelten zum benachteiligten Gebiet. Das ist übrigens hier in Oberfranken sehr häufig der Fall. Wir sind kleinstrukturiert. Wir reden hier von Durchschnittsbetrieben von 36 Hektar. Der Durchschnitt hier bei uns in der Ecke sind, wie gesagt, 36 Hektar Betriebe. Wir sind nicht in Mecklenburg-Vorpommern, da wo du einen Betrieb hast mit 2000 Hektar oder 3000 Hektar. Es sind Kleinbetriebe, Kleinstbetriebe hier. Es gibt noch genug, die haben teilweise unter 10 Hektar. Es sind genügend Betriebe in diesem, ja, ich sag mal, in unserem Bundesland hier oben. Und wie gesagt, die kriegen alle diese Förderung, diese Zahlungen. Sei es, wenn du im Kuhlab drin bist, Kulturlandschaftspflege-Dingsbums-Projekte oder wie spricht man es denn aus? Keine Ahnung. Bin ich nicht tief genug drin. Kulturlandschaftsprojekt oder Kulturlandschaftspflege oder irgend sowas. Ich sage jetzt lieber nichts dazu. Sonst hast du gleich wieder, ich hätte aber eh keine Ahnung. Nein, gebe ich zu, habe ich nicht so viel Ahnung davon. Aber du kriegst da Förderung für gewisse Dinge. Du magst extensive Weidehaltung, kriegst da dafür Förderung. Du magst biologischen Ackerbau, kriegst da dafür gewisse Förderung. Du magst Blühstreifen außen ran, kriegst da Förderung und so ist es halt. Und da möchte keiner drauf verzichten, weil es ganz klar ist, wenn wir alle da drauf verzichten würden, von heute auf morgen und sagen würden, wir nehmen es nicht mehr, dann hätten wir zwar den Staat in der Hinsicht los und wir hätten nichts mehr in der Hand, um uns dann quasi erpressbar zu machen, in Anführungsstrichler. Aber wir sind halt danach nicht mehr wettbewerbsfähig. Es ist dasselbe, wenn wir hergehen und würden jetzt sagen, von heute auf morgen, wir liefern nichts mehr an die Geschäfte. Das sind wir natürlich auch ganz schnell raus, weil jeder weiß es. Es wird mit Sicherheit den Handel etwas stören, aber wir müssen alle realistisch sein. Wir deutschen Landwirte sind immer die einzigen, die auf diesem Markt hier verkaufen. Es gibt Fleisch aus Südamerika, es gibt Gemüse aus Spanien, aus Italien. Wir haben Obst aus Grönland teilweise. Kann ich so sagen, weil es tatsächlich so ist. Ich habe Erdbeeren aus Grönland oben in meinem Ding drin. Lachhaft, aber es ist tatsächlich so, wird um die halbe Welt gekarrt. Ja, wir sind nicht die Einzigen, wenn wir nichts haben, mag es vielleicht sein, die haben erst einmal eine kurze Störung, aber dann ordnen die einfach mehr und die Regale bleiben voll. Die werden nicht leer werden. Wenn wir liefern oder wenn wir nicht liefern, interessiert nicht. Es ist vielleicht einmal ein kurzer Stich, aber im Großen und Ganzen, ja, moin, dann liefern sie halt nicht mehr. Und ich meine, wir machen unsere eigenen Betriebe kaputt, ist ganz klar. Wie gesagt, wir müssten von den Subventionen, von den Ausgleichszahlungen, von dieser ganzen Förderung, müssten wir irgendwie weg. Sagt sich leicht. Was wir machen müssten, wir müssten so viele Verbraucher hinter uns bringen. Wir müssten so viele, ja, Otto-Normalverbraucher hinter uns bringen. Wohlgemerkt. Ich meine, in Deutschland läuft vieles verkehrt. Wir sind, sei es die Grundrente oder sonst was, wenn ich mir überlege, da wollen sie Grundrente beschließen oder haben sie beschlossen oder wollen sie beschließen, wie gesagt, ist ja egal, dass quasi jemand, der 40 Jahre lang, der bloß auf der faulen Haut gelegen war, der vom Staat gelebt hat, der nie richtig geerbt hat, der soll dieselbe Rente kriegen wie einer, der sich 40 Jahre lang irgendwo in einem Beruf abgeplackert hat, vielleicht da noch Schäden da davon getragen hat, kaputte Rücken oder sonst was, soll dasselbe Geld kriegen wie der, wo das ganze Leben lang nichts gemacht hat. Ist dasselbe, was in diesem Land verkehrt ist, wie die Tatsache, dass du oft einmal bei Ärzten in Krankenhäusern als Mensch zweiter Klasse im Endeffekt behandelt wirst. Und das ist mir auch schon passiert. Jawohl, sonst tät ich's nicht sagen. Da gehst du ins Krankenhaus. Ich bin damals von der Arbeit weitergeschickt worden. Das war noch in meinem alten Beruf. Mir ging sowas von dreckert. Kopfschmerzen, mir war speiübel schlecht. Mir war schwindelig, ich konnte mich nicht mehr auf die Bar halten. Dann kommst du ins Krankenhaus, in diese, ja, Notaufnahme quasi, oder in diese Bereitschaft, oder? Und dann hast du, ja, setzen Sie sich ins Wartezimmer. Da war ich 2,5 Stunden gesessen, hatte nichts zu trinken,
habe noch nichts weiter gegessen, mir war sowas von dreckig. Ich bin dann damals selber gegangen, habe mich selber entlassen, habe mich ins Bett gelegt. Das hat da oben keinen interessiert. Du warst da drin erkennt, ich war käseweiß, die Mutter war neben mir gesessen, die hat Himmelangst gehabt, die ist fünfmal gerannt, hat probiert jemanden zu holen. Ja, jetzt nicht, die Ärztin, die ist gerade beschäftigt, die kann jetzt nicht. Und ich meine, wir leben in einem Land, wo das normalerweise nicht so vorkommen sollte, aber auch das ist verkehrt hier bei uns, da läuft auch einiges schief. Das wissen alle und wir müssten halt wirklich schauen, wir müssten alle zusammen an einen Strang ziehen. Wir müssten schauen, dass die Verbraucher wieder die Lebensmittel wertschätzen. Ich weiß, da arbeiten die Landwirte dran und wie gesagt, wenn das der Fall wäre, wir müssten schauen, dass wir halt möglichst das Geld wieder kriegen, was wir brauchen für unsere Lebensmittel, für unsere produzierten Lebensmittel, dann könnten wir von diesen Subventionen, von diesen Ausgleichszahlungen, von dieser Förderung, könnten wir vielleicht wegkommen. Wie gesagt, ich weiß, es klingt alles einfach. Die LKW-Fahrer ist doch das selber. Die LKW-Fahrer, die machen ihren Job, die waren aber für jeden Scheiß hingezogen. Mal fordert er aber den Kfz-Betrieb, der kommt mit genug Fahrer zusammen. Die dann sagen, ja, wir haben eigentlich keine Zeit, dass der Lastwagen jetzt ausfällt. Wir müssen die Ware rausbringen. Wir kriegen Strafzahlungen, wir kriegen Ärger, wir haben Probleme. Der Chef, der steckt uns ein neues Kreuz, bloß weil wir so langsam sind. Es läuft nicht nur in der Landwirtschaft hier verkehrt bei uns. Das möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Es sind viele Branchen, alle Branchen, mittelständische Betriebe, die hängen damit dran, die haben selber Probleme, die wissen nicht mehr ein und aus. Und wir müssten wirklich alle zusammen an einen Strang bringen, müssten quasi an diesem Strang ziehen, müssten alle auf die Straße bringen, vom ja, ganz normalen Bankverkäufer über den Verkäufer, über den Landwirt, über den Handwerker. Wir müssten alle zusammenbringen und dann könnten wir tatsächlich in dem Land einmal schaffen, dass sich was bewegt. Ich weiß, da herrscht viel Uneinigkeit, es gibt viele Leute, die nicken immer alles ab. Es ist immer lustig, wenn du dann im Radio irgendwelche Befragungen hörst und dann fragst die Rentner, wie kommt ihr denn mit eurer Renten zurück? Naja, so im Großen und Ganzen, es passt schon. Ja, aber wenn es immer heißt, es passt schon, dann ändert sich halt nichts. Wie willst denn du mehr Renten kriegen, wenn du dann in einer Befragung suchst, naja, im Großen und Ganzen kommen wir schon zurecht. Ja, wenn ich sehe, was ich einmal an Renten kriegen soll, ich weiß nicht, wie das passen soll. Also ich kann mir da davor keine Wohnung leisten und ich kann da davor keine Lebensmittel mehr kaufen. Normalerweise kann ich dann genauso gut hergehen und kann mich gleich wegrammen, wenn es soweit ist. Weil ich schätze sowieso, wenn ich einmal rankomme, Renten gibt es nicht mehr. Wird anderweitig investiert. Und da müssten wir halt wirklich schauen, dass man alle Leute an einen Strang bringt und alle zusammenbringt. Ja, wie? Das Wie, das müssten wir uns alle mal überlegen, wie das am besten geht. Und ich versuch's halt auf meine Art und Weise. Da mögen auch Leute jetzt sagen, von wegen, du bist der Pfeifendeckel, hast ja eh keine Ahnung. Ich versuch's aber auf meine Art und Weise. Ich hab da unten Leute, die laufen vorbei, die schauen die Schweine an. Du kommst mit denen ins Gespräch, du erzählst ihnen einmal was, sagst einmal so und so und klärst einmal auf. Ich habe Leute, die laufen spazieren, die sagen, naja, die Bauern wären auf der Straße gewesen. Verstehst du eigentlich, um was es geht? Dann probiert mit denen das einmal beizubringen. Und dann merkst du einmal, wenn du lang genug mit anständigen Argumenten, deswegen noch einmal, das letzte Video, was ich gebracht habe, diese Wortwahl war nicht richtig, das weiß ich. Und es tut mir auch leid, die Wortwahl war nicht richtig. Jemanden in den Arsch treten oder jemanden in die Fresse schlagen, ist das falsche Worte für. Aber wenn ich jemanden dann mit Argumenten und mit Tatsachen quasi konfrontiere und dem erkläre, was, wie, warum, die nicken dann, die sagen dann, ach, deswegen gehen die auf die Straße. Du kannst die Leute damit lenken, du kannst die Leute damit was beibringen. Und ich probiere es halt dann, wie gesagt, Aufklärung, die Leute, die da vorbeikommen. Oder Aufklärung über die Videos. Auch wenn es falsch gelaufen ist, ja. Aber das ist so meine Intention. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Vielleicht sollten wir lieber Deutscher weiternehmen. Und ich versuche es halt dann auf die Art und Weise. Und das müsste halt auch jeder machen. Sei es beim Kindergartenanfänger, du bietest denen an, du zeigst da mal, wie dein Hof funktioniert. Wenn die Möglichkeit besteht, zeig Kindergärten oder Schulen, wie funktionieren die Betriebe. Es gibt viele Leute, die wissen ja gar nicht mehr, wie eine Kuh ausschaut. Ich meine, da fängt es ja schon an.
wenn du dann Kinder hörst und die sagen, ja, was machst du eigentlich? Ich habe einen Bekannten, sagt er, er hat einen Kindergarten auf seinem Hof gehabt und dann schaut er dann dazu, wie er melken tut und dann fragt doch das Kind ernsthaft, warum machst denn du das? Und dann sagt er, naja, was, das Melken? Ja, kann man doch im Supermarkt viel einfacher kaufen, man macht mir doch keine Arbeit. Ja, ich meine, wenn es die Kinder nicht mehr beigebracht wird, und das ist auch im Staat leider, dass was verkehrt läuft, oder weil es verkehrt läuft, wenn wir nichts mehr beibringen, die können auch nicht mehr wissen, dass die Milch von der Kuh kommt. Die denken, es kommt aus dem Tetrapack und die Mutter oder der Vater hat es vom Supermarkt mitgebracht. Warum ist es oft einmal so, dass die Kinder nichts mehr lernen? Ich meine, ich bin eine Zeit aufgewachsen, ich bin Jahrgang 90, ich war jetzt 30 Jahre alt, ich bin eine Zeit aufgewachsen. Du bist zu den Bauern auf die Betriebe gegangen, du hast das gekannt, du bist damit aufgewachsen. Die Eltern, die haben dir gezeigt, wie es funktioniert. Die haben dir gesagt, zu und zu. Die Mutter, die hat damals Urlaub dafür genommen gehabt. Oder Sonderurlaub genommen. Klar, ohne Geld. Aber die hat es diese Möglichkeit noch gegeben, einen langen Sonderurlaub zu nehmen, in der Zeit, wo ich Kind war, bis ich in den Kindergarten gekommen bin. Ich bin kein Kind, das abgeschoben worden ist in einer Kinderkrippe oder Kita, wo es den ganzen Tag bespaßt worden ist, von früh bis spät und abends bis heimgekommen und bis quasi ins Bett gesteckt worden. Nein, ich bin aufgewachsen daheim auf dem Betrieb bis zum dritten Lebensjahr, dann bin ich in den Kindergarten gekommen. Vom Kindergarten bis heimgekommen, dann war die Mutter auch daheim. Ich habe eine Geschwister gehabt. Du hast im Garten draußen gespielt, du hast bei den Bauern auf die Höfe rumgespielt und. Das hat es damals gegeben. Heutzutage, ich weiß, es geht nicht mehr. Viele Leute, die Kinder kriegen, ja, da geht's einmal dann, du hast einen Erziehungsurlaub, der ist vielleicht einen Monat, zwei Monate, drei Monate und dann, ja, Erziehungsurlaub vorbei, dann gehst du wieder auf die Arbeit, was machst du mit dem Kind? Ja, das Kind muss in der Krippe. Meint ihr ernsthaft, in einer Krippe lernen die viel? Und ich weiß, das ist auch ein Problem, das gehört angegangen. Es, wenn du eine Familie gründest, du wenn du eine Frau hast, du wenn du Kinder hast, die muss zwangsläufig wieder auf die Arbeit, weil selber von dem Verdienst, was du da kriegst, oft einmal, kannst du doch nicht einmal mehr eine Familie ernähren. Wie soll denn das Ganze gehen? Ja, vor die Burg Witscherla, die wo man einnimmt, da kannst du keine Frau und dein Kind ernähren. Dann muss die ja auf die Arbeit rennen, dass noch ein Geld reinkommt. Und dann ist klar, wenn die zwei Elternteile auf der Arbeit sind, wo soll das Kind noch, wenn du keinen Elternteil hast, keine Oma, kein Opa, wo du es abstellen kannst, dann kommt es in der Krippe und im Endeffekt ist es bloß da, dass du halt so ein großes Kind. Ja, das ist der falsche Weg und da müssten wir halt auch mal rangehen. Und das sind viele Punkte. Wie sollen Kinder noch was lernen, wenn sie keine Eltern mehr sehen? Ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen. Ihr wisst schon, die Emotionen, ja. Ich sage, es läuft so viel in diesem Land verkehrt. So viele Dinge und es muss halt alles angegangen werden. Und deswegen, wir müssen halt wirklich schauen, wir müssen jeden in diesem Land, der Steuern zahlt, müssten wir irgendwie mit an den Tisch bringen. So blöd wie es klingt, aber jeden. Und ich denke, erst dann bewegt sich was. Und ich habe vorhin einmal gesagt, ich war nicht auf diese Demos. Einmal, ich bin Nebenerwerbslandwirt, ich gehe auf eine Arbeit, ich gehe einer geregelten Arbeit nach, ich verdiene meinen Haupterwerb oder mein Geld woanders. Nicht in der Landwirtschaft, da werde ich dann auch drauf eingehen. Ich verdiene mein Geld woanders. Und ja, es ist natürlich für mich schwierig. Ich habe zwei Berufe unter einen Hut zu kriegen. Ich gehe früh, lasse hier meine Viecher raus. Ich bin früh vom Aufstehen an Landwirt. Gehe dann auf die Arbeit, bin Elektrotechniker und komme als Elektrotechniker heim und bin dann wieder Landwirt. Bis zum ins Bett gehen. So läuft das. Und ich weiß, ich gehe da drauf auch noch ein. Da sind nämlich auch die Diskussionen hochgekocht. Das mögen manche Leute nicht akzeptieren, aber ich muss zwei Berufe unter einen Hut kriegen. Ich bin nicht nur Landwirt, der den ganzen Tag seinen Betrieb hat und seine Bürokratie und seinen Bürojob hier quasi, den er machen muss, sondern ich habe das zusätzlich. Und das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, viele Landwirte, und ich sage das jetzt bewusst, haben immer noch im Hinterkopf Wachse oder Weiche.
Und das ist hier bei uns in der Gegend relativ krass. Haben wir viele, die so denken. Ich habe letztes Jahr, meine Flächen zurückgefordert. Die waren verpachtet. Ich habe die zurückgefordert. Was glaubt ihr, was das für Drama war? Wie kannst du nur deine Flächen wieder haben wollen? Ja, was sollen wir denn dann machen? Und überhaupt, und sowieso. Ja, das sind verpachtete Flächen, gell? Die gehören uns, die waren verpachtet. Jetzt brauche ich sie wieder selber, weil ich sage, ich will selber. Es war ein Drama, die Flächen wieder zu kriegen. Das Gejammer hätte da hören müssen. Und überhaupt, und sowieso, und was der Teufel. Und genau das geht doch im ganzen Land rum. Die kleineren Betriebe sollen doch alle aufgeben, die sollen zumachen, weil es gibt da Burgruser, die wollen das übernehmen und dann können sie zusammenlegen und dann haben sie größere Flächen und überhaupt und sowieso. Und das ist dieses immer noch dieser Wachse- oder Weiche-Krieg, der da herrscht. Und es ist Krieg. Wirklich wahr. So nenne ich das. Weil, frag dich hier mal ein wenig rum. Die ganzen kleineren Betriebe kriegen ständig die Nachfrage, ja, willst du nicht vielleicht verkaufen? Willst du vielleicht nicht? Und können wir deine Flächen nicht pachten? Ja, genau so. Genau so. Und solange das so läuft, wie wollt ihr dann die Landwirte alle an den Tisch kriegen? Ich meine, gerade die kleinen Nebenerwerbsbetriebe, die sind nicht blöd. Die wissen, dass so gedacht wird. Da hast du überall Einheit, Einheit, Zusammenhalt. Aber nicht so. Ich kann nicht hergehen, kann verlangen, komm, ihr macht jetzt alle bei der Demo mit, wir brauchen jetzt möglichst viele Leute und hintenrum ramme ich demjenigen aber dann den Dolch rein, wenn ich sage, du könntest deinen Betrieb verendlich zumachen, weil ich möchte deine Flächen übernehmen, dann könnte ich nämlich endlich einmal großen Acker zusammenlegen. Nur weil der vor deinem Feld und hinter deinem Feld schon einen Acker hat und deine mittendrin ist, dann will er nämlich alles haben, ist ja schließlich wirtschaftlicher. Und genau das ist es. Das mag vielleicht wirtschaftlicher sein, aber respektiert auch die kleinen Betriebe, verdammt. Das müsst ihr akzeptieren, dass es noch kleiner Kraute gibt wie mich. Und genau das ist das, was ich nicht verstehe. Da wird gejammert und gejammert und gedacht. So aber nicht. Zusammenhalt schaut anders aus. Nicht, da hau ich noch einen Klotz in die Bahn rein und im anderen Moment so, wir müssen aber voll zusammenhalten. So nicht. Tja, viel geredet zu dem Thema. Ich denke, ich habe es jetzt relativ gut ausgeführt. Ich hoffe, jetzt haben vielleicht einige Leute mal meiner Gedankengänge zusammen sortieren können und haben verstanden, um was es mir da ging. Ich habe auch angesprochen, die Deutsche Bahn und Flughäfen. Auch da habe ich wieder 5 Gedankengänge schon wieder zusammengefasst gehabt. Ich führe es jetzt hier nochmal aus. Die größten Subventionsnutznießer, nennen wir es, sind Flughafen, sind die Bahn, sind teilweise Sportplätze, sind große, riesige Firmen. Die kassieren einen Haufen Geld. Warum? Ein Flughafen hat einen Haufen Wiesen. Die haben zwischen ihrer Stadtbahn unheimlich viel Wiesen. Die kriegen auch Geld dafür. Warum? Warum braucht der Flughafen Subventionen oder Ausgleichszahlungen? Was haben die da damit zu schaffen? Was? Und dann haben sie vielleicht noch bewirtschaften, die mehr das Ganze bloß oder mulchen das Ganze einmal im Jahr und kriegen vielleicht auch noch mehr Geld dafür. Das ist das, was ich da gedacht habe in dem Moment. Ich weiß, im Zusammenhang, so wie das in dem Video war, hat es überhaupt nicht gepasst, aber genau das ist doch das, was falsch läuft. Warum? Warum zum Kuckuck kriegt die Bahn, warum kriegt der Flughafen Frankfurt, ist glaube ich einer von den größten mit, warum kriegen die ein Geld dafür, weil sie ein paar Stadtbahnwiesen dazwischen haben und die ja quasi einmal mehr oder mulchen müssen? Was kassieren die dann ein Geld? Was haben die da damit unerra? Mit den landwirtschaftlichen Ausgleichszahlungen zu schaffen. Nix. Gar nichts. Die produzieren nicht für die Allgemeinheit. Nein. Das Gros wird abgemäht und wird dann noch verbrennt, weil das könnte ja Kerosinrückstände oder sonst was drauf sagen. Das nächste ist, wer führt das ernsthaft freiwillig an seiner Viecher? Gibt's Berichte? Schaut doch einmal in YouTube rein, wenn wir schon bei YouTube immer sind. Gibt's genug Berichte vom Flughafen?
Und die kassieren mit Sicherheit genug Geld. Und das war mein Gedankengang. Und deswegen tut mir leid, dass das alles so ein wenig... Ja, es war im letzten Video alles ein wenig durcheinander geschmissen und ziemlich durcheinander. Dass da keiner durchgeblickt hat. Ich meine, wenn ich mir das Video fünfmal angucke, dann blicke ich ja irgendwann nicht mehr durch, weil dann denke ich mir, ah ja, was hast du denn eigentlich für einen Scheiß verzapft? Was hast du da erzählt? Richtig. Das war mir letztlich dann wirklich in Kupfergrau. Und es war vielleicht der falsche Weg, vielleicht hätten wir ruhig tief durchatmen sollen. Runterkommen, nachdenken, was man sagt. Und nicht so auf fränkischer Mentalität. Ich habe jetzt das alles schon gedacht und jetzt fühle ich mich auf. Dass es irgendwann einmal krachen muss. So wie es halt jetzt aktuell ist. Unausweichlich. Und dass wir als Bürger uns alle zusammen tun müssen, ist mit Sicherheit auch unausweichlich. Sonst ändert sich da nichts. Ich sag's, die Bauernmilliarde ist da quasi beschlossen worden. Wir machen das jetzt und sowieso und tralala. Und dann wird sich ja, wie gesagt, von einem Herrn Albert Stegemann über Facebook aufgeregt in einem Video, was die Landwirte sich jetzt dann aufführen. Der muss sich jetzt die Augen reiben, wie wir so verbohrt sein können und können uns einbilden, die ändern da jetzt was dran, wir sollen das Geld nehmen und dann sollen wir uns da nicht so aufführen. Das ist der falsche Weg. Was habe ich denn, und das sage ich jetzt hier auch, was habe ich denn davon? 1 Milliarde Euro. Wir haben in Deutschland 266.600 Betriebe. Wenn jeder dann nach Abzug der Bearbeitungsgebühren am Schluss 600 Euro da davon kriegt, von dem großen Kuchen. Meint ihr ernsthaft, ich kann von den 600 Euro ein Güllelager bauen, eine Mistplatte bauen? Und meint ihr ernsthaft, von diesen 600 Euro, 700, 800, 900 Euro, egal wie viel, meint ihr, davon wachsen die Pflanzen? Soll ich dann die Geldscheine nehmen, soll sie verbrennen und als Dünger reinschmeißen? Oder wie? Also, wenn die Pflanzen unterversorgt sind, ändert auch nicht mehr Geld da nicht dran was. Das ist so. Normalerweise, was die Düngeverordnung angeht, klare Linie. Wir müssen wissen, wo sind diese ganzen Messstellen. Was war da gemessen? Wie war das gemessen? Und wenn sie auch schon so großkotzig reden von Geld, dann sollen sie doch die 1 Milliarde bitte da dafür nehmen. Sollen das Messstellennetz in Deutschland richtig ausbauen? Ich denke, da haben wir alle mehr davon, weil dann könnten wir vielleicht auch mal tatsächlich die richtigen Werte haben. Und es gibt genug YouTuber und Influencer in diesem Sinne. Ich nenne da als erstes einmal Hof Baslund, die auf dieses Thema eingehen. Man verlangt, oder wir wollen einfach von der Politik einmal die Wahrheit wissen, wie funktionieren diese Messstellen, was wird da gemessen, wie wird da gemessen und wo genau liegen diese Messstellen und so weiter und so fort. Weil darauf hat es bislang noch keine adäquate Antwort gegeben. Wenn die jetzt nochmal hergehen und sagen, wir haben da eine Messstelle, die ist ja neben Wohngebiet oder im Weinbaugebiet, und die sind aber überhaupt nicht von einer Düngeverordnung betroffen. Wie kann dann diese Messstelle überhaupt genutzt werden, um repräsentative, und das sind sie ja nicht, das hat ja die Regierung zugegeben, um da Werte weiterzugeben an die Europäische Kommission, die aber ja eigentlich gar nicht stimmen. Wenn ich doch selber weiß als Regierung, ja, wir haben gar keine repräsentativen Werte. Warum gebe ich denn die Werte dann überhaupt weiter? Warum gebe ich denn dann falsche Werte an die Europäische Kommission, damit die mir dann eine Strafe geben? Wisst ihr, die Landwirte sollen dafür jetzt dann bluten, die sollen den Fehler ausborgen, was die Regierung falsch gemacht hat. Ja, warum sollen wir für den Fehler einstehen, den andere gemacht haben? Wieso sollen wir den Kopf noch halten, sollen jetzt dann gut Ding machen, während andere sich wieder die Hände reiben und fleißig Geld weiter kassieren? Das ist der falsche Weg. Dabei will ich es zu diesem Thema auf jeden Fall mal bewenden lassen. Es ist mittlerweile 1 Stunde lang. Ich habe das Video gestern eigentlich schon mal aufgenommen, habe es jetzt aber wieder gelöscht, weil gestern der Stream von Peter kam. Danke an dieser Stelle nochmal.
da sind mir jetzt noch einige oder viele Dinge eingefallen, die ich noch ausführen wollte. Das gestrige Video war 50 Minuten lang. Ich entschuldige mich jetzt hier an dieser Stelle, ich hoffe, ihr habt es bis dahin überhaupt gesehen, dass dieses Video jetzt so lang ist. Es wird nämlich noch länger. Es muss aber mal sein. Ich muss die Meinung gesagt haben, weil sonst... Nee. Und wie gesagt, ich weiß, viele Punkte werden jetzt da wieder Leute den Kopf schütteln und werden sagen, überhaupt und sowieso, das kann nicht sein, das kann nicht gehen. Aber wir müssen was ändern. Tja, jetzt wisst ihr hier Bescheid. Und jetzt kommt noch ein anderes Thema zur Sprache, dazu gleich mehr. Im letzten Video, muss ich ganz ehrlich gestehen, war ich ehrlich gesagt ein bisschen... Ja, verärgert, eingeschnappt, beleidigt, angepisst, angefressen, wie das nennen will. Im letzten Video ist drunter geschrieben, ist doch gut. Im letzten Video ist drunter geschrieben worden, wie ich überhaupt eine Meinung dazu haben kann, wie ich mir erlauben kann, was zu sagen. Ich bin doch sowieso kein Landwirt. Ich bin ja noch nicht mal ein Nebenerwerbslandwirt. Das fand ich ehrlich gesagt unverschämt, ein bisschen vermessen, und ich habe zu dem Zeitpunkt, wie ich die ersten Kommentare gelesen habe, gedacht, naja, lass mal, schreib's da mal eine eigene Stellungnahme dazu. Ist doch gut! Oh! Schreib's mal eine eigene Stellungnahme dazu, da! Ding dir! Alter Schreiholz! Jetzt ist besser. Jetzt schreibst du mal deine Meinung dazu. Das habe ich unter einem Kommentar dann auch gemacht. Und dann kamen noch mehr Kommentare von wegen, ich kann das meinetwegen Kindergartenkinder oder Schulkinder erzählen, dass ich ein landwirtschaftlicher Betrieb bin. Das ist doch eh bloß alles Hobby. Und schlussendlich geht es 0 auf 0 raus. Nein, das lasse ich so nicht stehen. Ich war in dem Moment dann auch wirklich angepisst und habe gedacht, wisst ihr was? Ich mache Farm-Vlogs. Dann lasse ich es bleiben. Schluss, Schnauze voll, ich habe keinen Bock mehr. Machen wir Abschlussvideo, machen wir gar keine 200 Vlogs voll. Mal Abschlussvideo und legt mir am Arsch. Ich kann meine Freizeit mit was anderem verbringen. Weil ich verbringe unheimlich viel Freizeit da damit. Mit Videoschnitt, mit Videomaterial erstellen. Ihr seht jetzt dieses Video. Das Video geht jetzt so lange, wie ich hier unten im Stall stehe und labe. Ich habe gestern ein Video erstellt, das ist auch fast eine Stunde lang gewesen. Ich habe es mittlerweile wieder vor der Kamera gelöscht, weil es mir dann doch nicht gepasst hat, so wie ich es gehabt habe. Das war auch noch mal knapp eine Stunde, wo ich rumgesessen war. Ich verbringe da damit unheimlich viel Freizeit. Da habe ich mir gedacht, nö, dann lasse ich es bleiben. Warum eigentlich? Ihr kennt mich am Kreuzweiß. Ich habe was Besseres zu da, wie mich da noch blöd anmachen zu lassen. Ich bin doch eh kein Landwirt. Ich mache jetzt aber doch ein Video. Warum? Weil ich euch jetzt die Meinung sagen will, was ich denke. Da haben Leute geschrieben, ich bin ja noch nicht mal ein Nebenerwerbslandwirt. Dann frage ich euch, was bin ich denn dann? Also Hobbylandwirt bin ich nicht. A, wir produzieren für den Markt da draußen. Wir produzieren als Kleinsterzeuger oder Kleinerzeuger Braugerste, Brauweizen, Backweizen und dergleichen, der verkauft wird, und dieses Getreide geht in den Umlauf. Wenn ich Hobbylandwirt wäre, könnte ich das gar nicht machen. Dann dürfte ich das gar nicht. Das wollte ich an dieser Stelle mal gesagt haben. Das ist einmal eine klare Definition hier. Ein Landwirt, der was verkaufen will, der muss gemeldet sein. Der zahlt auch Steuern und dergleichen und so weiter und so fort. Und das machen wir. Wir bauen dieses Jahr Braugerste an. Wir haben letztes Jahr Brauweizen angebaut. Den haben wir verkauft. Der wird in Kulmbach in der Melzerei zu Braumalz verarbeitet, wird anschließend zu Bier verarbeitet. Das dürfte ich nicht machen, wenn ich kein landwirtschaftlicher Betrieb war. Von daher lasse ich diese Aussage so schon mal nicht stehen. Und das Zweite, weil es geheißen hat, ich investiere ja ständig. Ich investiere ja ständig alle Furzweilen von meinem privaten Geld in Maschinen oder dergleichen. Dann sei an dieser Stelle mal eins gesagt. Die Schlepper, die ich habe, der KL300, der KA15, der IHC oder der Allgeier. Oder der Gedankengang, so einen alten K18M zu kaufen.
oder ein Kramer Allrotze kaufen. Das ist Hobby. Jawohl, das ist Hobby. Dass ich die zwei Krame zusammengerichtet habe, das mag nicht wirtschaftlich sein. Das lasse ich mir auch gerne sagen und das würde ich auch so unterstreichen. Das ist nicht wirtschaftlich und das kann nur Hobby sein. Jawohl, stimme ich zu. Die zusammenzurichten wäre nicht notwendig gewesen. Den KA15 zu kaufen wäre mit Sicherheit auch nicht zwingend notwendig gewesen. Ich habe es gemacht, weil ich es konnte, weil ich auf der Arbeit renne, um mir meine Hobbys zu finanzieren und weil ich es wollte. Deswegen habe ich diese Schlepper. Der KL300 wäre mit einer leichten Motorreparatur mit Sicherheit noch einige Jahrzehnte so gefahren. Ohne weiteres. Ich habe aber gesagt, wenn ich ihn eh schon zerlege, dann will ich ihn auch so herrichten, wie er früher war. Weil es mir Freude gemacht hat, weil ich Spaß dran gehabt habe, weil das der Bulldog vom Opa ist und ich gesagt habe, der Opa, der wäre stolz drauf, wenn er sein Bulldog noch einmal so sehen, wie er früher ausgeschaut hat. Neu, schön zusammengerichtet und ich habe auch was fürs Auge gehabt, das hat mir gefallen. Ich bin mit dem Bulldog auch auf einem Oldtimer-Treffen unterwegs und das ist auch Hobby, jawohl. Stimme ich zu? Wir haben eine Zeit gehabt, da haben wir nur mit IHC gewirtschaftet, auch das ist gegangen. Aber ich wollte bewusst die zwei alten Schlepper. Ich habe auch bewusst den Allgäuer damals wieder zugelassen, weil auch mit dem gearbeitet werden kann. Ich weiß, dass es Betriebe gibt, die sehen das nicht so. Die meinen, wirtschaftlicher Betrieb, der muss die neuesten, größten, teuersten Schlepper und Maschinen haben. Oder zumindest dann alles mit einer festen Vollkabine, weil sonst taugt das nichts. Aber das ist der falsche Gedankengang, meiner Meinung nach. Weil wenn wir alle hergehen würden und hätten nur noch die neuesten, teuersten Schlepper, dann wären wir nicht mehr wirtschaftlich. Ich kann mir keinen, auch wenn sie mir noch so gut gefallen, Klaas Arion kaufen, der würde sich bei mir auf diesem Betrieb nicht rentieren. Wir haben einen kleinen Betrieb, wir haben einen typisch oberfränkischen Betrieb, wie es hier noch in vielen Ausführungen gibt. Und für diesen Betrieb ist das schlicht und ergreifend nicht wirtschaftlich, einen Neuschlepper zu kaufen. Die Diskussion, die ist zum Beispiel auch beim Sibbershusum oft. Auch da wird immer wieder davon gesprochen, das ist ja überhaupt nicht wirtschaftlich, der mit seinen alten Hobel da, die taugen doch nichts. Und wozu das Ganze? Und da steckt da auch bloß viel Geld rein, das lohnt sich nicht. Ja, das lohnt sich sehr wohl. Wenn man einen Betrieb hat und wenn man ein bisschen Ahnung davon hat und kann an die Maschinen selber was machen, dann lohnt sich das Ganze schon, weil für einen neuen modernen Schlepper brauche ich dann doch in die allermeisten Fälle einen Computer, um ihn auszulesen. Mittlerweile könnten wir das, wenn wir wollten. Vor das Kfzler, das wisst ihr ja. Aber du bräuchtest einen Computer dafür und das 10. Mal, wenn was ist, kannst du doch gleich in die Fachwerkstatt fahren. Das kannst du selber so gar nicht mehr richten. Der Sibbershusum zum Beispiel, der Stefan, geht her, der richt sein 616er zusammen. Der richt sein 610er zusammen, wenn was kaputt ist. Der baut am 680 rum. Gibt es auch genug Leute, die darüber diskutieren, ob das überhaupt sinnvoll und wirtschaftlich und nutzbar ist und ob das was bringt und warum und weshalb. Also ich weiß nicht, wer so vermessen denken mag, aber warum soll das nicht wirtschaftlich sein? Wenn ich die Maschinen selber für kleines Geld zusammenrichten kann, sind die sehr wohl wirtschaftlich. Weil wenn ich mir einen neuen kaufen will, soweit ich nicht die 90.000, 100.000, 150.000 Euro schon auf Seite gespart habe, werde ich den doch höchstwahrscheinlich über die Bank finanzieren. Kostet viel Geld. Der Schlepper gehört mir in dem Sinne dann gar nicht. Ich renne arbeiten und finanziere mit meiner Arbeit im Endeffekt diesen Schlepper. Bloß damit ich sagen kann, ich habe da einen großen. Klar, Komfort will ich gar nicht verschreien. Ein neuer Schlepper mit Klimaanlage, vielleicht noch eine Kühltruhe oder sonst was, ist mit Sicherheit komfortabler wie mein alter Kramer oder mit Sicherheit auch komfortabler wie der IHC. Aber wo ist das wirtschaftlich? Was habe ich davon, wenn ich eine Klimaanlage auf dem Schlepper habe? Damit ich nicht schwitze. Ja, mein Gott, vom Schwitzen bin ich jetzt noch nicht gestorben. Also sonst stänge ich nicht mehr da und wäre nicht jetzt fast 30 Jahre alt. Und mir schaue halt dann, wie jetzt beim KL300, ich habe einen Komfortsitz drauf gemacht, der für die Wirbelsäule und allgemein einfach ein wenig besser ist. Der hat auch Geld gekostet, das waren 350 Euro, dieser Cup-Sitz.
Ist aber unheimlich bequem, wie ich finde. Auf jeden Fall bequemer wie der alte Schwingfedersitz vom KA15. Das ist halt meine Art, auf Komfort zu gucken. Ich habe, wie gesagt, null Nutzen davon, wenn ich mir jetzt einen teuren neuen großen Schlepper kaufe, weil der kann dasselbe wie der andere. Der kann es nicht besser. Der ist vielleicht ein komfortabler. So, und deswegen bin ich dann wohl schon mal zum einen kein landwirtschaftlicher Betrieb, weil ich alte Schlepper habe und an denen immer mal was zu machen ist. Dann wird da davon geredet, ich kaufe doch quasi jede Woche ein neues Teil für meine Maschinen, weil was hin ist. Stimmt doch gar nicht. Klar, ich habe jetzt im letzten Jahr für den Heuwender, für den alten Fahr KH4S, habe ich neue Zinken gekauft und neue Reifen gekauft. Das habe ich gemacht, weil die Reifen kaputt waren. Was heißt kaputt? Du hast sie aufgeblasen, du konntest damit arbeiten, aber hast sie 6 Wochen stehen lassen, waren sie wieder platt. Das nächste ist, da waren einige kaputt durch den Brand 2018, da war es halt notwendig, dass ich dann einfach neue Reifen aufziehe. Und, wo ist das Problem? Habe ich gemacht, hat funktioniert, passt. Die Zinken habe ich damals 2018 beim Rauszerren mit abgebrochen. Ja, dann waren sie halt ausgetauscht. Wollt ihr mir sagen, bei einer neuen Maschine ist das anders? Meint ihr, bei einer neuen Maschine bricht kein Zinken oder geht einmal ein Reifen kaputt? Also, bestimmt nicht. Und dass ich halt dann gesagt habe, okay, ich investiere jetzt einmal Geld und richte mir die alte Maschine zusammen. Ja und? Es ist mein Hobby. Mir gefällt es, mir macht es Spaß, mit die alten Maschinen zu erben. Von daher ist das für mich kein Verlust. Im Gegenteil, ich finde es super, weil ich habe die Maschinen, die sind bezahlt, die hat der Großvater irgendwann einmal gekauft. Die sind auf dem Betrieb seit 50 Jahren, 60 Jahren und länger. Die laufen, die funktionieren. Warum soll ich sie dann ausmustern, wenn sie laufen? Und wenn ich einmal ein Kleinteil investieren muss, mit dem Ladewagen, ja, freilich hat er einmal neue Zinken gebraucht. Das habe ich aber schon lange gewusst, dass der neue Zinken braucht. Die Zinken, die sind abgebrochen. Vor bestimmt 20 Jahren hat er die schon fehlend gehabt. Ich habe 20 Jahre lang mit dem Ding gearbeitet. Ja, ich habe 20 Jahre damit gearbeitet. Ich bin fast 30 und ich habe das vorne auf dem Bulldog mit 5 Jahren gelernt. So, sage ich an der Stelle auch, bevor es jetzt dann heißt, für 20 Jahre hast du noch gar nicht fahren können. Ich habe das Fahren damals gelernt und ich habe den Schlepper damals mit dem Ladewagen eingesetzt. Ob das gut war, dass ich ihn so eingesetzt habe, dass er kaputt war? Naja, es hat funktioniert, aber schön war es natürlich nicht. Er ist doch gut. Friss deine rote Beete. Friss deine rote Beete. Doch. Ich bin keine Sau. Musst du warten, wenn es trocken wird. Und wie gesagt, ich habe den so lange gehabt und jetzt habe ich halt einmal neu investiert und habe auch mal neue Zinken drauf gemacht. Ja, das ist aber doch meine Sache. Und ich habe das vom privaten Geld gemacht, weil der Vater gesagt hat, naja, die Zinken haben so auch funktioniert, du brauchst doch keine neuen. Ich habe aber gesagt, naja, funktioniert haben es schon, das Schönste ist es aber nicht. Ich will jetzt einfach einmal neue drauf haben. Hat er gesagt, na gut, wenn du meinst, dass du unbedingt neue brauchst, kaufst du aber auch selber welche. Jetzt im Nachhinein hat er gesagt, ja doch, der läuft jetzt deutlich besser. Deswegen habe ich es aus der eigenen Tasche gemacht. Selbe Spielchen hier unten, ich stehe im Stall. Ich habe hier mal Schwein stehen. Es waren ja mal 2, wisst ihr ja. Der Schmutti ist ja leider gestorben. Und ich gebe zu, an dieser Stelle, ja, ich habe damit nur Verlust gemacht im Moment. Ich habe noch keinen Cent verdient. Na und? Wo ist das Problem, ne? Okay, bist mal schöner. Ich habe noch keinen Cent verdient, das gebe ich zu. Stehe ich dazu. Ich habe die auch aus meinem eigenen Geldbeutel bezahlt, die 2 Schweine. Ich habe die aus meinem eigenen Geldbeutel gekauft. Ich habe auch von meinem eigenen Geldbeutel die Medikamente bezahlt, die der Schmutti da noch gekriegt hat. Wo ist das Problem? Das habe ich gemacht. Das Ganze war ein Versuch. Das wisst ihr, das habe ich damals auch gesagt. Ich probiere aus, ob Schweine überhaupt möglich sind bei uns, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, so wie ich mir das wünsche. Deswegen habe ich mir 2 Stück geholt. Deswegen war das auch ein Eber, der Zuchteber hier und der kastrierte Eber, der Borg, der leider gestorben ist. Es war meinerseits ein Versuch. Psst. Jetzt machen die schon wieder, es gibt Futter. Klar, ich muss den Hunden weg. Es war ein Versuch, der ist gestorben. Der Versuch hat darauf abgezielt. Ich habe es vorhin schon gesagt. Wir wollten selber sehen, wie das Fleisch oder wie das Lebensmittel aufwächst. Wenn man so sagen möchte, wie das Schwein gelebt hat.
wie es dem Schwein ergangen ist, was hat das Schwein für Medikamente gekriegt. Und wir wollten ein hochwertiges Fleisch. Jetzt gibt es Leute, die da dann sagen, ja, und wo ist da denn ein Gewinn zu sehen? Wo hast du da was davon? Was hat das mit Landwirtschaft zu tun? Ja, ich sage an dieser Stelle mal eins. Landwirtschaft hat vor 50 Jahren nicht anders funktioniert. Jetzt mögen Leute aufschreien. Ja und, 50 Jahre. Alter Hut von gestern, das ist doch jetzt nicht mehr. Stimme ich zu. Mag jetzt nicht mehr so sein. Ich habe aber genug alter Bauern da, ich habe einen alten Knecht da. Der lobt immer wieder, wenn er da spazieren läuft. Der läuft da unten auf dem Weg entlang. Und mit dem oft einmal im Gespräch, dass ich bin, der sagt, du bist noch einer von dem alten Schlauch quasi. Du probierst die alten Werte aufrechtzuerhalten und das ist äußerst lobenswert, weil das macht heute doch keiner mehr. Das mag Leute geben, die schütteln jetzt mit dem Kopf und sagen, ja und, das lohnt nicht, das lohnt nicht. Warum soll es sich denn nicht lohnen? Ich habe die Schweine angeschafft unter der Bedingung von meinem eigenen Geldbeutel. Ich will die Familienkasse, das Geld, was mir über die Landwirtschaft einnehmen, nicht dafür verwenden. Es ist ein Versuch, den ich aus eigener Tasche bezahle, um zu sehen, ob es läuft. Weil wenn ich einen Verlust dadurch mache, habe ich den gemacht und der Vater aus seinem Geldbeutel oder aus der Familienkasse. Es war ein Versuch. Es ist immer noch ein Versuch. Nach wie vor. Ist noch nicht beendet. Und warum soll ich da damit keinen Gewinn machen? Ich versage meine Schweine mit Futter, das ich selber anbaue, oder mit Futter, das ich geschenkt kriege, das mich nichts kostet. Kostet mich schon mal da nichts in diese Richtung. Guter Anbau, der ist ganz normal, der kostet mich Zeit. Und? Mache ich gern. Wenn ich dieses Schwein dann irgendwann schlachte, warum ist es dann für mich kein Gewinn? Warum bin ich kein Landwirt? Ist sehr wohl ein Gewinn. Weil wenn ich dieses Schwein hier schlachte, oder das andere, das leider gestorben ist, wenn ich dieses Schwein schlachte, was habe ich denn davon? Eine gefüllte Kühltruhe. Was habe ich da davon? Wir müssen nicht einkaufen gehen. Wir müssen kein Fleisch kaufen im Fleischmarkt, im Supermarkt, im Fachmarkt, in der Metzgerei oder sonst wo. Weil ich habe die Gefriertruhe voll. Ich habe das Fleisch daheim. Und jetzt sagen dann Leute, ja, und wo ist das dann ein Gewinn? Ja, wenn ich es nicht kaufen muss, gebe ich kein Geld aus. Sprich, das, was ich nicht ausgib, habe ich zur freien Verfügung für was anderes. Weil das Geld, was aus der Landwirtschaft kommt, das geht in die allgemeine Familienkasse mit rein. Da haben alle was davor. Und wenn ich jetzt hier ein Schwein schlachte und es kommt in die Gefriertruhe rein, und da muss nichts gekauft werden, dann wird diese Familienkasse nicht belastet. Sprich, wir machen in dieser Familienkasse Plus. Schon mal darüber nachgedacht? Scheinbar nicht. Ja, ich weiß, wie gesagt, nicht, wie manche Leute denken. Ob manche Leute ernsthaft so verbohrt sind und meinen, du musst dann 2000 Schweine haben, musst von denen so und so viel verkaufen. Nur um dann auch zu sagen, du hast einen Gewinn. Also für mich ist das auch ein Gewinn, wenn ich hier quasi das Fleisch, was ich übers Jahr kaufe, mir sparen kann, weil ich es selber großgezogen habe. Ich weiß nicht, wo da das Problem ist. Und es ist dasselbe mit dem Dexter-Rind, was ich kriege. Das ist auch ein Versuch. Ich habe gesagt, ich will 2 Dexter-Rinde, eventuell später auch mal einen Bullen dazu. Man weiß es nicht, wird sich zeigen. Erstmal probieren, erst einmal schauen, auf uns zukommen lassen. Und wenn das Ganze läuft, ich mache das nicht zum Hobby, nur zum Angucken. Wenn das läuft, dann sollen da auch Kälber verkauft werden. Und soll mit Sicherheit, und das habe ich mit meiner Mutter schon besprochen, und das habe ich zum Vater schon gesagt, dann soll da mit Sicherheit auch einmal eines davon geschlachtet werden. Auch das macht die Gefriertruhe voll. Auch das spart mir am Schluss in der Familienkasse, in der Gemeinschaftskasse wieder Geld ein, das ich nicht ausgeben muss. Ist das dann auch kein Gewinn? Nur weil ich das dann nicht verkauft habe? Also ich weiß nicht, wie manche Leute denken, so hat Landwirtschaft früher funktioniert, der Überschuss ist verkauft worden und alles andere hast du selber gehabt. So ist gelebt worden und so versuche ich das wieder aufzubauen. Und dass ich das erst einmal grundsätzlich aus meinem eigenen Geldbeutel mache, das ist meine freie Entscheidung. Das mache ich selber. Eben um diese Kasse erst einmal nicht zu belasten. Der Vater ist mittlerweile, naja, ich sage mal zu 85% davon überzeugt, dass es so funktionieren könnte, wie ich das hier unten vorhabe. So ganz
Durch das, dass ich noch keine Feige gehabt, dass wir nichts in der Kühe gehabt haben, natürlich noch nicht. Aber es kann bloß besser werden. Und ja, ich versuche das so aufzubauen, wie es halt früher einmal war, wie es der Großvater gehabt hat. Und dass das halt dann im Kleinen nur geht, ist halt nun mal so. Ich meine, deswegen bin ich auch froh, dass wir nur eine Nebenerwerbslandwirtschaft haben. Ich verdiene mein Geld woanders und kann dann auch hergehen und kann quasi mein Hobby oder meine Versuche so ausleben. Oder kann mit diesem Geld, was ich woanders verdiene, die Landwirtschaft wieder so aufbauen, wie sie halt einmal bis in die 80er Jahre rein war. Ob das manche Leute so akzeptieren wollen oder nicht, keine Ahnung, aber ich denke halt so. Ja, an dieser Stelle sei jetzt einmal gesagt, ich habe gerade Platz gewechselt, also bin ruhig, ja. An dieser Stelle sei jetzt einfach mal die ganze Geschichte von unserem Hof gesagt, weil ich weiß ja nicht, ob manche Leute das so sehen oder nicht. Aber ich kläre dann jetzt hier gleich einmal richtig auf. Wenn das Video schon extreme Überlänge hat, dann doch gleich mal richtig. Ja, unser Betrieb hier, so wie er hier ist, existiert jetzt mittlerweile seit über 500 Jahren. Der ist Ende 1498 das erste Mal geschichtlich genannt worden, dieser Betrieb. Lief damals über den Baron in Wernstein. Und ja, so hat der Betrieb vor 500 Jahren, wie gesagt, schon existiert. Lief damals schon im Frondienst auf diese Familie, auf Fischer. Und ist vor rund 250 Jahren an meine Familie direkt übergeben worden, ist dann ein eigenständiger Betrieb geworden, nicht mehr im Frondienst. Das heißt, ich bin mittlerweile die 9. Generation auf diesem Betrieb, die diesen Betrieb übernehmen möchte. Wenn man weiter zurückgeht, das wäre wie gesagt dann noch Frondienst gewesen, aber 250 Jahre in eigenem Besitz bin ich die 9. Generation, die den eigenständig quasi führt. Und ja, so lange existiert der Betrieb, war früher schon immer ein Vollerwerbsbetrieb, hat immer gewirtschaftet, dass die eigene Familie ernährt werden konnte, dass Gewinn rumkam und dass man halt davon leben konnte. So wie gesagt, gibt es den Betrieb seit 250 Jahren. Der letzte, der diesen Betrieb im Vollerwerb geführt hat, das war mein Großvater, der Fritz Fischer. Und jetzt waren einige lachen, Fischers Fritz, hahaha. Er hieß Friedrich, sein Spitzname war einfach Fritz. Und so war ich nachher immer in Erinnerung behalten, mein Opa. Gott habe ihm selig. Ja, er war der Letzte, der hat nachher im Familienbesitz gehabt und geführt. Familienbesitz gehabt und geführt, im Vollerwerb gehabt und geführt. Und hat es dann Mitte der 1980er Jahre aufgehört. Einfach aus dem Grund, weil es war so, mein Vater ist 60er Jahrgang, der hat mit 15 Jahren die Lehre angefangen zum Kfz-Schlosser. Und wie es halt so ist, ich meine, man hat damals in dieser Zeit viele gehabt, er hat die Vorzüge gemerkt, Landwirtschaft ist ein schwieriger Job gewesen, viel Arbeit, viel Handarbeit, gerade auf diesem kleinen Betrieb hier, nichts so einfach automatisiert. Klar, man hat irgendwo da mal ein wenig was umgebaut, da mal ein wenig was gemacht, aber im Großen und Ganzen ist doch immer alles gleich geblieben. Und ja, das hat auch mein Vater damals gemerkt. Und wenn du dann einem Job nachgehst, wo du geregelte Arbeitszeiten hast, du fängst früh um 7 an und bist um 4 fertig und hast dann nichts mehr, du hast in deinem ganzen Jahr verschiedener Urlaub, wo du dann nehmen kannst, ist mit Sicherheit mehr Komfort. Und in die 80er Jahre dann, ja, der Großvater ist in die Jahre gekommen, der konnte irgendwann natürlich auch nicht mehr so wie früher. Dann wurde die Entscheidung da gestanden, was macht man mit dem Betrieb im Vollerwerb, wo kann er mehr da das machen wollte. Ich war zu der Zeit noch nicht auf der Welt. Ich bin 90 geboren. Und ob sich dann an der Entscheidung was geändert hat, so ja mal, lasse ich auch mal in den Raum gestellt, das kann man so nicht entscheiden, aber es ist halt damals dann so gewesen. Es wird umgestellt, der Betrieb wird in den Nebenerwerb geführt. Hat den Vorteil, du kommst von der Arbeit heim, du hast da dann noch ein bisschen was gehabt und dann war es gut. Eine Zeit lang hat dann auch bis, ja, ich glaube 87 waren die letzten Schweine auf dem Hof.
Oder Großvater da noch Schweine gehabt, unten in dem Stall. Der alte Stall ist 1984 abgerissen worden. Der war oben im alten Wohnhaus, das will ich jetzt unten dann nachkommen. Und da waren dann die Schweine. Es sind Schweine gehalten worden, hier in diesem Stall. Hinter dieser Tür war früher der Hühnerstall. War noch ein paar Hühner, unten her waren noch ein paar Enten. Und das war's dann eigentlich auch. Das ist dann aber 87 Jahre endgültig aufgelöst worden. Dann sind die Schweine weggekommen, weil keiner mehr die Arbeit machen wollte. Die Hühner haben, wie es halt früher oft einmal war, Hühnerflöhe gehabt, wollte dann auch keine machen. Und die Enten, naja, da hat der Fuchs dann einmal zugeschlagen und dann war das endgültig aus. Dann waren die Viecher weg. Meine Eltern haben dann ursprünglich einmal in den Stall hier hinten, da innen, Zwergziegen rein. Da waren die alten Hühnerboxen noch, da waren da Zwergziegen, die Lena und die Nena. Das war Anfang der, Ende der 80er, 89 und Anfang 90 so in den Dreh haben sie da die Gasen gehabt. Da haben da inner Zwerggasen gelebt und unten im ehemaligen Säustall, da haben sie auch Zwergkaninler und ein paar Stollhasen gehabt und mehr Schweinler. War damals alles nur zum Hobby, zum Spaß, zum Knuddeln, wie man es nehmen möchte. Waren auf jeden Fall nicht gedacht, um da davon wirtschaftlich zu leben und waren nicht als Nutztiere gedacht in dem Sinn, sondern war zum Spaß. Die Ziegen hier haben sie dann auch eine Zeit lang einmal ein wenig gezücht gehabt, haben Junger gehabt und Böckler dazu und. Halt viel Heckmeck und viel hin und her. Und ja, so ist es gelaufen. Es war, wie gesagt, dann nichts mehr von wegen Vollerwerb oder sonst was, sondern einfach nur noch im Nebenerwerb und man hat halt das, was man da produziert hat, an Getreide oder an Gras und Heu, hat man da verwendet. Die Flächen, die wir damals noch gehabt haben, beim Hausbau ist viel verkauft worden. Es waren damals deutlich mehr Flächen. Wir haben jetzt nur noch das, was ich halt ab April dann auch wieder habe. Mehr ist es leider nicht mehr. Ist viel verkauft worden, welche im Hausbau und weil ihm dann auch keiner mehr da war, der großes Interesse gehabt hat. Hat aber dann trotzdem von 84 bis 85, 86 noch gelangt, um mit Vollerwerb zu laufen. Ist aber, wie gesagt, dann auch viel da noch von die Flächen, die ich jetzt wieder kriege, ist verpachtet worden. Ist weggekommen, weil war einfach zu viel Arbeit, wollte keine und haben wir nicht gebraucht. Ja. So ist es dann gelaufen. Ich bin 90 geboren, mein Bruder 93, der Arne 97 und die Schwester 2000. Wir Kinder sind auf die Welt gekommen. 98 kam dann nur eine Emma da und ein Esel. Das war damals auch. Meine Mutter wollte eigentlich ein Pony haben. Das hat aber nirgendwo gepasst. Hat sie auch nichts hergerichtet. Die wollte unbedingt eine Haflinge fohlen. Hat aber zu der Zeit nicht gepasst. Und dann hat eine Bekannte halt Esel gehabt und die hat es auch gesehen. Und dann ja, ist eins zum anderen gekommen und haben halt ein Esel auch gehabt. War auch nur zum Hobby. War nie gedacht, dass das da wirtschaftlich sein soll. Ist so. Das war früher der Gedanke. Ja, auf jeden Fall. Die Emma kam dann 98 und das erste Mal seit langem, dass dann wieder richtige Nutztiere auf den Hof kamen, war, ja, die Hasen unten im Stall sind auch 98, 99 dann weggekommen. Da sind die letzten gestorben, die waren alt. Da war der Stall da unten näher und das erste Mal, dass da wieder Nutztiere auf den Hof gekommen sind, die auch wirklich was gebracht haben, wo 2006 die Hühner. Ich habe damals, oder wir waren damals auf einem Betrieb, Kosendorfer Frischeier, könnt ihr ja nachgucken, weil jetzt keine Werbung sah, aber den haben wir uns angeguckt, die haben damals einen Stallneubau gemacht gehabt und da hat es Hofrundgang gehabt, da konntest du alles angucken. Wir haben uns das angeguckt und dann haben wir gesagt, so, und jetzt wenn du dir überlegst, du kriegst die Eier her, da leben dann 30.000 Hühner auf einem Haufen und produzieren die Eier quasi, weil was anderes machen die dann nicht mehr. Das hat uns nicht gefallen. Kein Auslauf, nur drinnen, quasi in einer Halle mit einem Netz draußen. Ich habe mal Frischluft schon gehabt, aber es hat uns nicht gefallen. Haben wir gesagt, also das ist nicht so, wie man es gerne haben möchte. Und das ist damals der Anstoß gewesen. Wir sind von da damals heimgefahren. Und dann haben wir so im Auto saniert gehabt, das weiß ich noch. Eigentlich kennt man doch selber aber Hühner. Ja, Hühner, Flöhe, Milben, und die Erben und überhaupt. Dann hat es aber ein wenig gereift und dann haben wir 2006 tatsächlich die ersten 6 Hühner her. Ist damals so gelaufen, wir waren 6 Mann in der Familie und jeder hat quasi seine Henner selber gekauft. Hat jeder sein eigener gehabt, hat jeder einen eigenen Namen gehabt. Und so haben wir unsere eigenen Hühner gehabt. 6 Stück. Die haben Eier gelegt, alles super, hat schön geklappt. Die sind nun in den alten Schweinestall gekommen vorne. War wirklich eine klasse Zeit, hat richtig Spaß gemacht. Fanden wir alle toll. Schön gelaufen.
Ja, Eier hast du natürlich für 6 Hühner schon einige gehabt. So ist es halt dann gekommen, du hast zu viel Eier gehabt und dann ist es halt da gewesen. Du hast halt für die Eier dann auch einmal an Freunde und Bekannte welche abgegeben, hast da dafür ein bisschen Geld gekriegt und dann hat man gesagt, na gut, wir könnten ja eigentlich für die Leute, die was haben wollen, dann verlangen wir 1,50 für die Schachtel, dann kriegen wir mehr Geld. Und so ist es gelaufen. Es sind immer mehr Leute gekommen, die dann gern welche haben wollten. Dann haben wir damals gesagt, na gut, dann heben wir den Preis aber ein wenig an. Wir verlangen jetzt 2 Euro für die Schachtel, 2,50 Euro war dann auch mein Maß. Hab ich dann gesagt von mir aus, das Ganze soll sich ja irgendwie ein wenig, ja, ich sag einmal, Rechner, du musst ja auch mal ein neuer Hühner kaufen oder willst du was machen, also verlangen wir 2,50 Euro. War überhaupt kein Problem. Hat auch geklappt, es sind dann mehr Hühner dazu gekommen. Und so ist es da unten langsam aber sicher angelaufen. Langsam und bestätigt. Ich habe 2008 damals meine Lehre angefangen, dann meine Arbeitskollegen, die auch gebraucht haben und. Und so ist es stückchenweise vorwärts gegangen. Ja, das waren die ersten Nutztiere, die gekommen sind. Und die auch wieder in gewisser Weise einen Nutzen gebracht haben, weil Eier mussten wir dann keine mehr kaufen. Haben wir durch die eigenen Hühner. Und ein bisschen Geld ist rumgekommen, sprich, die haben sich von da an eigentlich auch schon schön selber finanziert gehabt, hat immer schön gepasst. Hast neue Hühner gebraucht, hast ein wenig Geld gehabt, hast da mal am Zaun was machen müssen, hast ein wenig Geld gehabt, hast Futter gebraucht, hast auch dein Geld gehabt. Hat schön gepasst, wunderbar. Und so ist das halt unten weitergelaufen. Ich meine, die Enten und die Gänse, die wir gehabt haben, das war dann auch wieder bloß Hobby im Endeffekt. Einfach so zum Spaß, gebe ich zu. Da habe ich dann dazu gemischt, haben wir gesagt, mit dem welcher her. Ich meine, schön wäre es natürlich, ein paar Gänse zu haben, die es da schlachten tust. Ich respektiere aber da auch sehr wohl die Meinung von meiner Mutter. Sie will das nicht, das sind ihre da unten. Das ist ihr Hobby, die zwei Gänse, Acker und Gunnar. Und wenn die nicht geschlachtet werden sollen, dann sollen die nicht geschlachtet werden. Fertig. Für mehr ist im Endeffekt da kein Platz, da müssten wir erst einmal eine Weihe ein wenig umbauen und das wollten wir auch nicht. Und dann haben wir gesagt, na gut, fangen wir so nicht an. Passt so, wie es ist. So waren es bislang immer die Hühner, die quasi als Nutztiere hier gehalten worden sind. 2016 war dann der, ja, ich nenne es mal Ausrutscher oder meine Erfahrung mit dem Pferd. Ich habe damals gedacht, naja, ich will unbedingt ein Pferd, vielleicht tut man mal wieder reiten. Habe ich einmal, wo ich 11 Jahre alt, habe ich einmal einen Reitunterricht gehabt und habe gedacht, eigentlich wäre das schon schön, schöner Freizeitausgleich. Hat damals vom Beruf her alles schön gepasst. Und dann ist die Hanna gekommen und ja, einen Monat später kam der Gandhi dazu. War auch rein zum Hobby, einfach so. Man hat die Flächen gehabt, hat sein Grünfutter angebaut und haben gesagt, passt schon. Ja, zwischenzeitlich hat sich ja mein Beruf dann ein wenig geändert und ja, allgemein die ganze Meinung. Und dann hat man gesagt, naja, deswegen ist die Hanna leider auch nicht mehr da. Es tut mir manchmal schon leid, so der Gedanke, aber wie gesagt, ich hätte sie so, wie ich es eigentlich einmal geplant habe, nicht halten können und es hat so nicht gepasst. Ich habe die Hanna eigentlich gehabt, damit man es am Reiten kann oder damit man mit ihr am Holz rucken oder irgendwas könnte. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich sowieso wahrscheinlich niemals gemacht. Von daher, jetzt wo sie jetzt ist, geht sie auf alle Fälle richtig gut. Ich habe da immer noch Kontakt, kriege da immer noch Bilder. Richtig klasse. Machen die ersten richtigen Bodenarbeiten mit ihr, was ich zeitlich überhaupt nicht geschafft habe. Und ja, passt einfach. Das war die richtige Entscheidung. Die richtige Entscheidung fürs Pferd und die richtige Entscheidung für mich. Ja, der Gandhi ist noch da, ist freilich bloß Hobby. Die Emma ist da, der Jockel und der Mäcki sind da, sind auch bloß Hobby. Die sind halt da, weil der Esel schon da war. Der Esel hat Gasen gebraucht, die ist mit Gasen aufgewachsen, die macht nichts anderes. Und der Gandhi ist da geblieben. Ich hätte ihn auch weg da können, aber er hat ein bewegtes Leben hinter sich. Er stand in seinem Leben auch schon direkt auf der Schlachtbank, ist dort quasi runtergekult worden und war zuletzt dann bei einer guten Bekannten, die ihn dann nicht mehr halten konnte. Wir haben ihn dann damals 2016 geschenkt gekriegt. Er hat nichts gekostet. Der Sattel und das Zaumzeug, was da vorne hängt, war damals dabei. Dass eine Kanne reiten tut, wie gesagt, es fehlt die Zeit, es fehlt die Lust dazu. Hat sich halt alles zerschlagen. Er steht jetzt einfach nur da als Kumpel für die Emma. Ob er jetzt dann einen Nutzen in dem Sinn hat oder nicht. Pff, ist halt da und macht nichts. Andere haben auch ein Hobby, andere sammeln Briefmarken. Der nächste, der spielt den ganzen doch Xbox, YouTube oder sonst was. So haben wir halt die Viecher. Und ohne Viecher mag ich nicht leben, das sage ich ja ganz ehrlich. Ich bin so aufgewachsen, von klar auf. Ich habe immer Viecher gehabt und für mich gehört es dazu.
Und der bleibt jetzt da, bis er dann irgendwann einmal selber stirbt und fertig. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, dann sind 2018, das wisst ihr, die Schweine kommen. Und da war dann der zweite Gedanke, ich will wieder ein Nutztier haben. Man hat schon lange über den Gedanken gegrübelt, ob man nicht vielleicht und könnte man nicht. Und das war damals dann meine Entscheidung, dass ich gesagt habe, also ich möchte Schweine haben. Der Grund ist ganz einfach. Wenn du siehst, was du für Fleisch hast, was du im allgemeinen Verkauf kriegst, da ist nicht immer das Beste dabei. Und wir wollten einfach, wir haben die Möglichkeit gehabt, ich habe den Stall gehabt, da habe ich gesagt, ich möchte es selber ausprobieren, habe die Schweine angeschafft. Das ist, wie gesagt, das habe ich ja gerade unten gesagt, auch der ganze Grundgedanke dahinter gewesen. Und ist auch noch nach wie vor der Grundgedanke, erst einmal die Eigenversorgung. Es sind Nutztiere, die sind nicht nur zum Anschauen da und die kosten mich auch nicht nur Geld, sondern die sollen dann auch irgendwie einmal was bringen. Das ist das Ziel. Im Moment hat es mich nur Geld gekostet, aber Lehrgeld kannst du immer bezahlen. Und ich meine, dass einmal ein Viech krank wird, kann jedem passieren. Es macht mir kein Betrieb mit 2000 Schweinen weiß. Er hat noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Das glaube ich diesem Betrieb genauso wenig, wie ihr mir glauben würdet, ich schaue kein Fernsehen oder ich esse nur biologisch oder sonst was. Das behaupte ich nämlich auch nicht, weil so ist. Und ich habe vorhin auch schon gesagt, ich bin auch nicht unfehlbar. Auch ich kaufe mal günstig ein, weil es halt nicht anders möglich ist, weil der Verdienst nicht passt. Ja, es ist wie gesagt so, stückelsweise wird halt ausgebaut. Mit die Flächen, die Entscheidung war 2018, dass ich wieder alles haben will. Ich habe lang rumgequestet bei meinem Vater, bis er gesagt hat, naja, wir könnten ja. Ich mache das aus eigener Überzeugung, weil ich diese Flächen wieder haben will, weil ich wieder, ich will jetzt nicht sagen wettbewerbsfähig sein will, aber weil ich wieder für meine Viecher komplett selber sorgen will, weil ich auf nichts angewiesen sein möchte. Und da hat es ja auch schon geheißen, ich habe ja sowieso keine Probleme mit Futter, ich habe ja genug. Ich sage euch auch, warum ich genug Futter habe. Es gibt gewisse Leute, die meinen ja, man muss Futter immer zukaufen oder sonst was. Ich habe damals 2018 Futter zugekauft, weil ich nichts mehr hatte oder weil ich Befürchtungen hatte. Ich hätte locker über die Runden kommen können. Von den Rundballen, ihr wisst selber, ich habe 2 Stück erst verarbeitet. Ich habe damals welche gekauft, weil ich gedacht habe, ich brauche sie. Jetzt liegen sie im Stottel drin und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich damit machen soll, weil ihr seht nach wie vor, was steht hinter mir? HD-Ballen. Ich arbeite lieber mit denen. Ich mag die anderen nicht. Ich arbeite die ungern auf. Die müssen aber auch immer stückelsweise jetzt raus. Es hilft nichts. Aber wie gesagt, ich bin auch auf Futter angewiesen und ich komme deswegen über die Runden, weil ich so viel Viecher hier auf diesem Hof habe, wie ich von dieser Fläche, die zu diesem Hof gehört, ernähren kann. Deswegen reicht mir mein Futter und nicht, weil ich mir aus meiner eigenen Tasche, aus meinem eigenen Geldbeutel das Geld nehme und Futter zukaufe. Nicht deswegen. Wie gesagt, die Rundballen damals, die hätte ich 2018 nicht kaufen müssen. Jetzt im Nachhinein weiß ich, die waren eigentlich um ihre sonst, naja, das will ich jetzt nicht sagen, man hat sie auf Reserve, es ist nicht verkehrt, aber ich hätte sie nicht zwingend haben müssen. Ich komme mit meinen HD-Ballen über die Runden, im Stottel sind noch genug, da komme ich noch locker bis in den August hin und bis dahin habe ich dann schon wieder dasselbe Futter abgebaut dieses Jahr, dass ich schon wieder das Neujahr verführen kann. Also ich mache da kein Drama draus und ich suche euch das so wie es ist. Ich habe genug. Bin ich auch zufrieden damit und da sage ich ja vielen lieben Dank noch da oben, dass es so ist, auch wenn die Jahre schlecht waren, aber ich komme über die Runden. Nicht, weil ich 300 Kühe habe auf 70 Hektar Flächen oder 40 Hektar Flächen, um mal ein realistisches Beispiel zu nehmen, 300 Kühe bei 35 Hektar Allgemeinfläche zum Betrieb. Ich meine, kann es natürlich, wenn da davon die Hälfte Ackerbau ist, kann es schon sein, dass dann vom Grünland ein wenig knapp wird und dass man dann rumjammert, man braucht quasi mehr Futter. Ich nenne hier an dieser Stelle keine Namen. Die gewissen Leute, falls die mal Videos sehen, die werden wissen, wen ich meine. Das könnte natürlich wieder sein, dass ich wieder böse angeschaut war, aber es ist halt tatsächlich so. Ja, ich habe halt nun mal nicht so viele Flächen und da kann ich halt auch nicht dementsprechend so viel Viecher hierher tun. Deswegen ist auch immer die Entscheidung gewesen, ich kann keine Rinder halten, weil ein normales Rind
Holsteiner Kuh oder Gelbvieh oder Braunvieh oder Allgemeinfleckvieh kann nicht funktionieren, die fressen mir die Haare vom Kopf. Ich krieg das Futter gar nicht zusammen. Jetzt mit die Dexter-Rinde, das hat sich halt so ergeben, sind kleinere Rinde, ich habe mir die angeguckt, ich habe mir die live angeguckt und ich weiß, das kann tatsächlich hier bei mir auf dem Betrieb funktionieren. Damit komme ich aus. Und da kann ich mit diesen kleinen Ballen, die hier hinter mir stehen habe, mit Sicherheit lang genug füttern. Ohne weiteres. Wie gesagt, also wenn mancher mahnt, der Betrieb dort, das ist kein landwirtschaftlicher Betrieb und ich bin gar kein Landwirt, deswegen ich habe das Ganze nicht gelernt, aber ich würde mich sehr wohl zu der Landwirtschaft zählen, weil wenn ich das nicht wäre, dann, wie gesagt, dann dürfte ich ja auch nichts verkaufen. Dass ich nicht alle Betriebsgeheimnisse und dass ich nicht die genauen Summen, die wir einnehmen, nenne, hat einmal den Grund, weil ich es A nicht machen würde, weil das so ist, und B, weil ich es gar nicht so genau weiß. Die Landwirtschaft ist umfangreich. Wir nehmen auf jeden Fall so viel Ei, dass ein Gewinn rumkommt, weil sonst bräuchte ich das nicht machen, dann wäre das absolut nicht lohnenswert, dann wäre das totaler Schwachsinn. Das sei an dieser Stelle hier auch einmal gesagt, weil immer so hergeredet wird, naja, ich zahle ja alles aus den privaten Taschen. Stimmt gar nicht. Es gibt viele Dinge, die zahle ich aus privaten Taschen, einfach weil es mir Spaß macht und weil ich damit, wie gesagt, dann diese Familienkasse, diese allgemeine Kasse entlasten kann. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, wir machen auf jeden Fall Gewinn, weil sonst würdest du das Ganze gar nicht machen. Also komplett 0 auf 0 ist nicht, wie da manche behaupten. Und nur weil ich jetzt im Jahr keine 100.000 oder 200.000 Euro Umsatz habe, bin ich deswegen dann kein landwirtschaftlicher Betrieb, oder was? Also ich weiß nicht, was manche da denken. Das wollte ich an dieser Stelle jetzt auch noch einmal gesagt haben, weil, wie gesagt, dieser Betrieb hat vor 50 Jahren so existiert, also ähnlich existiert, wie er jetzt ist. Klar, man hat damals keine Gasen und Pfähe und Esel gehabt, die nur zum Hobby da waren. Und man hat auch keine Gänse und Enten gehabt, die nur zum Spaß da waren, sondern da ist halt damals das auch noch geschlacht worden. Aber ihr müsst auch verstehen, gewisse Dinge sind auch ein Hobby. Das heißt aber nicht, dass der ganze Betrieb ein Hobby ist. Weil, wie gesagt, wenn alles ein Hobby wäre, dann würde ich keinen Ackerbau nicht machen, sondern würde auf dem Acker lieber Grünland anlegen. Dauergrünland wäre mit Sicherheit einfacher für mich. Dann könnte ich nämlich mehr Futter abbauen für die Viecher. Will ich ja aber nicht. Ich will ja auf diesen Flächen Getreide anbauen, um damit wieder Gewinn zu erzielen. Wie gesagt, da mögen Leute anders denken, aber vor 50 Jahren haben die Betriebe ähnlich ausgeschaut und so ist es halt. Und wenn das heute doch nicht mehr als landwirtschaftlich akzeptiert wird, dann tut mir das um die Leute wirklich leid, die wo so denken, weil dann kann ich euch nicht helfen. Wenn jeder nur noch meint, nur noch groß, größer, am größten ist richtig, dann ist der falsche Weg, meiner Meinung nach. Was wurde das jetzt? Spinn. Ja, wie gesagt, und mit den Dexter-Rinder, das ist auch so geplant. Erst einmal die Adele her und dann auf jeden Fall noch eine zweite dazu. Das ist der feste Plan. Und wenn das Ganze läuft, dann natürlich auch einmal decken lassen. Und dann soll auch da davon geschlachtet werden. Und dann soll es da davon auch Fleisch geben. Und das ist sehr wohl ein Gewinn, auch wenn manche Leute meinen, ein Gewinn ist es nur dann, wenn du da davon möglichst viel dann möglichst teuer verkaufen kannst. Ist es nicht. Weil alles, was ich an Geld einspare, ist für mich auch ein Gewinn. Ob ihr das akzeptiert oder nicht, also ich, wie gesagt, ich weiß halt nicht, was manche denken, aber scheinbar ist das Denken so und deswegen wollte ich das jetzt einfach nochmal gesagt haben. So, an der Stelle würde ich jetzt sagen, mache ich jetzt für dieses Video Schluss. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten, Stunden wir jetzt mittlerweile haben. Das hätte mit Sicherheit einen kompletten Livestream füllen können, da hätten wir einen guten Livestream davon machen können. Ich mache bewusst ein Video da davon. Und ich hoffe, ihr habt euch das alle angeguckt, komplett angeguckt. Ich denke mal, damit das Video, was ich jetzt gemacht habe, auch wirklich jeder sieht, mache ich diese Woche kein Video weiter, sondern nur dieses 199. mittlerweile.
lasse das einmal so in den Raum gestellt, dass es möglichst viele Leute sehen. Ich hoffe, es wird von möglichst vielen, vielen Leuten geteilt. Es wird von vielen, vielen Leuten auch geguckt. Und natürlich auch verstanden, was ich meine, was ich damit ausdrücken will. Ne, dass es gleich wieder zu verschiedenen Missverständnissen kommt. Bei Fragen, fragt bitte. Ich bin vielleicht in die Kommentare in letzter Zeit nicht ganz so aktiv. Faulheit, keine Lust, zu viel anderes Zeug im Kopf und was man noch macht. Ich lese die Kommentare aber alle. Ich bin halt nur wegen. Ich glaube, die Mutter ist wieder daheim. Ich bin halt nur wegen langsam im Schreiben. Nehmt mir das nicht übel. Auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Ganzen habt, was ich jetzt hier in diesem ellenlangen Video gehabt habe, dann schreibt in die Kommentare oder schreibt mir über Discord oder schreibt mir über WhatsApp oder schreibt mir über Facebook oder Instagram oder sonst was und stellt mir Fragen und ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten, solange es sinnvolle Fragen sind. Ja, in diesem Sinne, ich schreibe unter das Video nochmal drunter, dass es dann diese Woche kein anderes gibt, damit wirklich jeder dieses Video komplett verinnerlicht und nicht nur das Video von vorne bis hinten nochmal so schnell überspringt und dann sagt, oh cool, tolles Video. Ich sehe ja in der Leistungskurve, was geguckt wird und was nicht. Ich hoffe, wie gesagt, dass viele, viele Leute das Video auch komplett gucken, auch wenn das sehr intensiv ist und wenn ich sehr, sehr, sehr viel gelabert habe in dieser Runde und unheimlich ausgeführt habe, aber im letzten Video, das hat ja gezeigt, das, was ich da zusammen gebrabbelt habe, war nicht so toll. Gut, ihr wisst Bescheid, ich bin dann hier raus. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns auf jeden Fall die Tage wieder. Ich denke, kommenden Samstag werde ich dann vielleicht doch mal schauen, dass ich einen Livestream mache. Ich hoffe, dass das kommenden Samstag auch klappt mit der Adele dann. Ich hoffe, dass es jetzt auch dann klappt mit dem Schwein. Und ich hoffe, weil am Freitag haben wir um 13:30 einen Hufschmiedtermin, dass das auch alles wieder klappt. Und dann schauen wir mal weiter, dann werden wir das sehen. Ja. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Ich wünsche auch schon mal ein schönes Wochenende. Ich denke, wie gesagt, wir werden uns Samstagabend dann doch mal sehen zu einem Stream. Auch da kann ich dann noch mal gewisse Fragen beantworten. Solange sie, wie gesagt, in anständigem Maße kommen. Weil unqualifizierte Fragen antworten oder dämliche oder beleidigende oder sonst was werde ich nicht beantworten. Ihr wisst, was ich meine. Ihr kennt ja die Problematik bei mir. Ich wünsche euch jetzt was. Servus!